Ja, dann Herr Effenberger, bitteschön. Ja, lieber Herr Dr. Maison, erstmal vielen Dank für die Einladung und ich sage, ich freue mich auf Sie. Und ja, Sie werden sich denken, was geht denn einem Mann vor, der vor vier oder Anfang des Monats 75 Jahre alt geworden ist und schreibt und also Artikel und auch wieder arbeite ich am neuen Buch. Meine Freunde verstehen mich eigentlich nicht und sagen, vor allem meine pensionierten Bundeswehrfreunde, Jahrgangskameraden, wie kann man so, wir haben doch eine schöne Pension, wir gehen da ins Wellnesshotel und machen das und so weiter. Und sie verstehen einfach nicht, dass ich da andere Prioritäten habe. Hat verschiedene Gründe vielleicht. Also vielleicht zunächst einmal meine Biografie. Meine Eltern sind Ende März, Anfang April 1946 aus Schlesien vertrieben worden. Und ich war, glaube ich, der Erste, der hier dann im südoldenburgischen Lohne da geboren wurde von den Vertriebenen, oder von einer Vertriebenen, und bin da aufgewachsen und habe mich da wohlgefühlt in diesem kleinen Städtchen. Zunächst haben wir bis zu meinem 8. Lebensjahr in Baracken und Behelfswohnungen, also die große Steigerung war da, dass wir aus diesem Barackenlager in eine Wohnung über einen Schweinestall gezogen sind. 35 Schweine unter uns, Plumpsklosett außen, kein fließend Wasser, aber es war mitten in dieser kleinen Stadt. Ich habe mich einfach wohlgefühlt als Kind, muss ich schon sagen. Und in dem Barackenlager, da habe ich auch natürlich bis zum 5. Lebensjahr war ich im Barackenlager, da habe ich die Erinnerung natürlich an die vielen alten Leute, die da waren, alle vertrieben aus Schlesien oder Ostpreußen. Und ich erinnere mich noch an so alte Menschen, also ganz alt aus meiner Sicht natürlich, die dann aus Ostpreußen kamen und diesen ostpreußischen Dialekt sprachen. Der klingt also, es war einfach. Und wenn sie dann ihren Schnaps getrunken haben und dann zwei und griffen dann zum Schifferklavier und dann rollten die Tränen und sie wollten alle nur zurück auf ihren Bauch und sonst nichts. Ja, und junge Männer waren eigentlich nicht da, weil die entweder gefallen waren oder in Gefangenschaft. So, und dann kam ich da, und mit 8 Jahren haben wir dann so ein kleines Häuschen gebaut. Das war für mich natürlich dann schon ein Riesenerlebnis. Und für mich war dann auch klar, ich will später mal Bauingenieur werden. Also, das war einfach, wusste ich mit 8 Jahren, als wir das Haus bauten, das ist mein Beruf später einmal. So, und dann in der Schule, das war ein Jahr später dann, in der 4. Klasse, ich bin also 5¾ eingeschult worden, da mussten Listen geführt werden. Einheimische, Flüchtlinge, Vertriebene. Und meine Eltern haben gesagt, du pass auf, wenn du dich da meldest, dann wir sind vertrieben worden. Nicht? Weil wir haben gesagt, wir bleiben hier, das ist unsere Heimat und so weiter. Also, wenn du dich meldest, bei den Vertriebenen. Ja, und jetzt saß ich neben einem Einheimischen, Manfred, und der war, der sagt, du bist doch hier geboren. Du meldest dich jetzt gar nicht. Du bist doch Einheimischer wie ich auch. Habe ich mich nicht gemeldet. Und der Lehrer hat das abgefeiert. Und dann, da ich mich nicht gemeldet hatte, stimmte seine Liste nicht. Ich denke, aha, das war ich. Und warum hast du dich nicht gemeldet? Und dann gesagt, ja, der Lehrer, also, ich bin hier geboren, ich bin Lohner. Da müssen wir doch mal was richtig stellen hier. Dann hat er mich so aus der Bank gezogen. Wir waren 40 Buben in der Klasse, also Knabenschule, 40, ganz katholisch. So. Und dann wendet er sich so zur Klasse und sagt, also damit das jeder auch versteht, ein Lohner ist nur der, von dem der Urgroßvater bei uns auf dem Friedhof liegt. Und da lag doch gar keiner. Also das war eine Erklärung, die für mich einleuchtend war. Die war nachvollziehbar. Aber er hatte mich immer noch so. Und dann fängt er an, richtig so süffisant zu sagen, weil die meisten kamen ja aus einer bäuerlichen Gegend, nicht, kannten sich da besser aus bei diesen Vergleichen. Ihr wisst doch, eine Sau, die im Pferdestall fährtelt, bringt ja auch keine Fohlen zur Welt. Und da war ich 9 Jahre alt und da habe ich gesagt, okay, ich bin kein Schlesier, ich bin kein Südoldenburger, Deutschland gibt es soweit auch nicht, und da habe ich mit krakeliger Kinderhand immer schon geschrieben, Europäer. Und ich wusste, wenn ich mal groß bin, will ich hier nicht bleiben. Dann gehe ich dahin, wo es mir gefällt. Ja. Und das passierte dann ja auch, mit 18 Jahren bin ich zur Bundeswehr, zu den Pionieren. Und nach der Grundausbildung in Norddeutschland, bei Pferden an der Aller,
kam ich dann zum Lehrgang nach München und war dann ein Jahr in München. Und da wusste ich, in München bleibe ich einfach. Egal, was passiert, hier gefällt es mir. So, und ja, also deswegen, also habe so keine Wurzeln schlagen können, habe einfach das mitbekommen, das Leid der Vertriebene, was es heißt, wie die selig leiden, also dieses seelische Leid. So, und ja, aber auch so, da war ich auch natürlich relativ jung, aber das hat sich so mir eingebrannt, das Leid dieser alten Leute, die hier entwurzelt wurden. So, das war mit eins und dann bin ich zur Bundeswehr, weil ich natürlich auch im Unterricht und so weiter, meine Lehrer waren ja begeisterte Demokraten geworden, also jetzt meine ich jetzt aber wirklich ernst. Mein Deutschlehrer zum Beispiel, der hat eine Ju-52 geflogen mit 19 Jahren an der Ostfront. Und der war ja vielleicht 20 Jahre älter als ich, ja vielmehr ja auch nicht, ja genau 20 Jahre. Und ein relativ junger Mann ja eigentlich auch aus meiner heutigen Sicht. Und der hat gesagt, also dieser ein Krieg ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Das Schlimmste. Und was wir machen müssen, wir müssen verhindern, dass es jemals wieder Kriege gibt. Und das, was wir jetzt hier aufbauen, diese Demokratie, ist das Einmaligste, was wir überhaupt haben. Und darum, das müssen wir, darum müssen wir kämpfen, dass das auch so bleibt. Also das, und das war nicht nur er, das waren die anderen genauso. Also das waren alles junge Männer aus dem Krieg, die gesagt haben, sowas darf sich nicht wiederholen. Und ja, und dann kam natürlich auch hinzu, dass wir also die Aggression der Sowjetunion, ich kann mich noch an die Wahlplakate erinnern, so im Jahr 1955, 56 oder sowas, nicht den schlitzäugigen Russe mit dem, die Gefahr vor Russland. Und dann war ich bei meiner Tante auf einem Bauernhof, da irgendwo bei Lemgo an der Aller, an der Leine vielmehr, an der Leine. Und da komme ich in den Baum, in die Tenne rein, da war ich vielleicht 6, 7. Da sitzt die Bäuerin auf dem Melkschemel und heult und sagt, ich nehme mir einen Strick. Nee, da war ich, das war 51, Koreakrieg, genau. Da war ich 5 Jahre alt. Ich nehme mir einen Strick und hat geheult und gemacht und so weiter. Und dann dachte ich, ja, die Russen kommen. Aber meine Tante sagt, was? Ja, der Krieg da und so weiter und sie hat Angst davor und so weiter. Also da habe ich diese Ängste auch schon als Kind, das habe ich so mitbekommen. Und deswegen die Verteidigung der Werte, die wir hier haben, das war für mich völlig klar. Wir brauchen, müssen wehrhaft sein, um diese Demokratie zu verteidigen. Und ich habe alles geglaubt, was man da über die Absichten der NATO gesagt und geschrieben hat. Und ja, und bis dann zu peu à peu ich dann dahinter kam, dass das doch nicht so ist. Dass die hehren Werte der NATO da auf dem Papier stehen mögen, aber vom Geist nicht erfüllt sind. Und ja, ich bekam eigentlich immer mehr Zweifel. Und ich hatte ja auch geschworen, ich erinnere mich noch genau, was war das noch? Ich schwöre, weil ich ja Zeitsoldat war, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen. So, das dürfen Sie heute, wenn heute von Gelöbnissen oder berichtet wird, das wird noch laut mit übertragen und der zweite Teil, der wird schon unterdrückt, der kommt nicht mehr. Und der zweite Teil, das war für mich ja der wichtigste Teil, und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Das ist heute nicht mehr verlangt. Und diese Dualität des Eides oder des Gelöbnisses, die habe ich schon als junger Leutnant, als dann der Warschauer Pakt in die Tschechei marschiert ist, ich glaube, das war Ende August 1968, da war ich Leutnant, im zweiten Jahr schon, und mein Chef war auf Urlaub in Spanien und ich habe die Kompanie geführt. Wir hatten nächtliche Befehlsausgabe, so um 2:30 und dann bekam ich auch einen Schuhkarton so groß, mit der Befehl, mich hineinzuschauen. Ja, das muss man mir natürlich nicht sagen. Ich habe den Schuhkarton natürlich aufgemacht und fand da drin Feldpostkarten. Und da wusste ich, aha, jetzt könnte es doch kritisch werden. Und dann bin ich hin, nach der Entwicklung, habe ich einen Termin beim Kommandeur mir gebeten und ich sage, dass ich Probleme habe mit dem politischen Vorgehen jetzt hier, dass hier auch die DDR involviert ist, im Warschauer Pakt, dass in Prag die Menschen aufstehen. Ich sage, dieser Aufstand könnte sich ja ausdehnen auch nach Berlin, nach Ostberlin, dass die Bevölkerung in der DDR aufsteht. Und wie habe ich oder was habe ich zu tun, wenn hier um Hilfe geschrien wird? Und
immer eingedenk des zweiten Teils meines Eides. Nicht mehr. Für mich war das ja eine Einheit und offiziell ja auch. Wie habe ich mich dazu verhalten, vor allem wenn die Befehl von den Amerikanern kommt, nicht einschreiten. Wir lassen das also nicht, wir lassen die niederschlagen. Und dann hat er gesagt, der Oberstleutnant, ja also, es ist ja schön, dass Sie sich da Gedanken machen, aber die sind ja völlig überflüssig. Sie sehen doch, jeder Minister, der vereidigt wird, der muss schwören auf das Wohl unseres Volkes. Da können wir uns voll drauf verlassen. Nicht? Also unsere Politiker sind da eingesprochen. Also wir brauchen nur den ersten Teil eigentlich und der zweite wird automatisch gemacht, weil die Politiker nicht anders können. Gut, das muss ich heute mit 75 doch etwas anders sehen. Also meine Frage 1968 an den Kommandeur waren schon weit vorausschauend. Also da sehen Sie schon, dass ich schon ein bisschen, ja ich weiß nicht, was mich immer bewegt hat, dass ich das kritisch hinterfragt habe. Und, ja, und deswegen schreibe ich ja auch, ich publiziere seit 20 Jahren, weil mir das wichtig ist, dass ich also auch das, was ich als Zeitzeuge erlebt habe. Also ich war dann ja als junger Hauptmann mit 26 Jahren nach dem Studium Wirkungsberater, das heißt so atomarer Wirkungsberater, und hätte dann im Vereinigungsfall, Verteidigungsfall einen atomaren Sperrzug führen müssen. Ich habe mitbekommen, dass 1973 die nukleare Planungsgruppe 2200 Atomzielpunkte zwischen Weser und Weichsel festgelegt hat. Das war also das geplante Kriegstheater, mehr oder weniger. So, und in meinem Panzerschrank war ein Ausschnitt vom General Defense Plan. Da musste ich halt Befehle für den Kriegsfall entwickeln, also für den Einsatzfall dieses Jahr, oder Verteidigungsfall. Und das mit, gut, dann jetzt 27, aber jeden Morgen um 7 Uhr rein in mein Zimmer mit Panzerschrank und Fenster verdunkeln, wenn ich dann die Karte rausgeholt habe. Und dann Befehle vorbereiten und dann kommt der Kommandeur einmal die Woche und will natürlich Änderungen haben und Verbesserungen. Und man kann mit niemandem drüber sprechen, auch nicht mit den Offizierkameraden. Also das war, ich habe mich eigentlich über diese Zeit eigentlich nur gerettet, indem ich dann, weil ich halt natürlich einen normalen Diensttag hatte, also abends um 17 Uhr oder 16.30 Uhr war Feierabend und ich konnte nach München reinfahren in die Hochschule für Politik. Und habe dann in den zwei Jahren, jeden Abend habe ich da Politikwissenschaft nicht studiert. Das war für mich der Ausgleich für diese Arbeit, die ich tagsüber gemacht habe. Also, und deswegen war das da und ich habe diese geplante Vernichtungsorgie miterlebt, also gesehen und habe gesagt, wie können Menschen so etwas planen? Wie kann man so etwas planen? Und für mich war natürlich der Fall der Mauer und dann die Wiedervereinigung, da war ich wirklich zu Tränen gerührt. Weil ich wusste, diese Kriegsplanung, die bisher da war und die alles zerstört hätte, die ist jetzt Makulatur. Und ich hatte gehofft, dass es jetzt wirklich, dass eine Phase des Friedens eintreten wird. Aber heute muss ich feststellen, dass wir näher an einem Krieg sind, als es damals der Fall war. Und deswegen schreibe ich eigentlich aus dieser Erfahrung heraus, gut, vielleicht liegt es auch daran, dass meine Eltern mir einen Vornamen gegeben haben. Der erste ist Wolfgang. Und der zweite ist Wolfgang Georg, der Drachentöter, und der andere ist Michael, nicht? Also der Erzengel mit dem Schwert. Also vielleicht hängt es damit auch zusammen, ich weiß es nicht. Also, ich verfolge das, ja, beschäftige mich vor allem auch mit den geopolitischen Zusammenhängen, weil das ja der Schlüssel für alles eigentlich ist, und schreibe darüber und versuche aufzuklären. Ja. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich heute hier bin. Also jetzt habe ich ja Danke, Herr von Berg. Ja, also bevor wir hier in die einzelnen Themen hier reingehen, Gerold, bitte. Ja, dann gleich schon vorab, ich werde auch vielleicht so einen kleinen Abriss machen, weil es jetzt gerade auch so ein bisschen die persönliche Hintergrund nochmal mit dargestellt wird, werde ich vielleicht auch kurz mal bei mir mit drauf angehen, weil ich habe einen etwas anderen Werdegang und einen etwas anderen Hintergrund, auch familiär. Ja, das hast du mir schon vorgestellt, Gerold Orten. Ich bin Mitglied des Bundestags, bin dort im Verteidigungsausschuss und zusätzlich noch in der NATO-Parlamentarischen Versammlung. Das ist praktisch das NATO-Parlament. Ich bin dort einer von 12 Bundestagsabgeordneten und auch aus dem Bundesrat sind nochmal 12 Vertreter dabei. Sind in der Regel die Innenminister der Länder, die natürlich auch, weil es um NATO geht, da die fachlich Verantwortlichen sind. Wie du schon gesagt hast, war ich auch in der Bundeswehr. Ich war dort 22 Jahre dabei, war Berufsoffizier
Das ist eben diese Sonderlaufbahn, von der du gesprochen hast, für Jetpiloten. Ich habe dort Phantom und Tornado geflogen. Und da komme ich auch an so einen Punkt, wo ich natürlich auch ein Kind des Kalten Krieges bin. Ich bin 1975 in die Bundeswehr eingestiegen. Und das war damals natürlich der Hintergrund, wo ich gesagt habe, ich trete ein in die Bundeswehr, weil ich eben mein Land verteidigen will. Das war für mich immer der Hintergrund, Landesverteidigung, Bündnisverteidigung. Das war für mich das Szenario, in dem sich eine Bundeswehr, ein Einsatz einer Bundeswehr abspielen kann. Wir haben damals auch, wie du schon gesagt hast, hier verschiedene Dinge geplant und ich war damals Aufklärer. Ich habe damals, eine Zeit lang haben wir auch mal Bomben geworfen, aber in der Regel haben wir Fotos gemacht. Aber wir hatten eben auch unsere Ziele. Wir hatten genau eben die Ziele auch im Osten eben vorzubereiten, die Ziele gingen bis praktisch nach Polen. Wir haben im Frieden, der Flugbetrieb ging so, dass wir praktisch regelmäßig entlang der Grenze der DDR über der Ostsee bis nach Polen Missionen geflogen haben, mit dem sogenannten Seitensichtradar, wo wir dann praktisch jeweils über Veränderungen, Truppenaufmärsche, Stellungen, Bodenbewegungen dort feststellen konnten. Wir haben an der innerdeutschen Grenze, die damals praktisch eine Flugverbotszone war, die eigentlich nur von Alliierten geflogen wurde, immer nur mit Sondergenehmigung, aber dann auch praktisch dort immer grenznah diese Missionen geflogen. Also von daher war man immer diesem Bewusstsein. Man hat auch auf dem Radarschirm, wir haben praktisch so Sensoren gehabt, die dort auch erkennen lassen, ob man nun angestrahlt wird von einem anderen Radar. Und das war ständig, wir waren ein ständiger Fass. Wir haben ständig Feuerleitradargeräte gesehen, also das heißt, die Waffen dort auf der anderen Seite waren aufgeschaltet. Also wenn einer auf den Knopf gedrückt hätte, wären wir beschossen worden. Wir sind oft abgefangen worden über der Ostsee von russischen Flugzeugen. Wir waren natürlich immer im internationalen Luftraum, aber immer die sogenannte Show of Force, die dann dort war. Das ist also mein Erlebnis. Also ich war direkt dran an dem Bereich. Bin dann nach der Bundeswehr weiter Reserveoffizier gewesen. Ich war bis jetzt, wie du schon gesagt hast, Oberst. Musste jetzt altersbedingt Ende letzten Jahres dann auch AD werden. War bis zum Schluss Kommandeur an der Offizierschule der Luftwaffe hier in Fürstenfeldbruck, habe dort praktisch junge Offizierenwärter mit ausgebildet. Ja, und bin danach dann in die Industrie gewechselt, war 20 Jahre bei der Firma Airbus, dort im Eurofighter-Programm, im internationalen Vertrieb und habe darüber auch viele internationale Kontakte aufgebaut. Ich habe einige Jahre in der Golfregion gearbeitet, kenne also dort die Situation gut von Oman bis Kuwait, also auch gerade relativ kurz nach dem Krieg damals schon wieder in Kuwait, war mehrere Jahre in Indien, war ein halbes Jahr auch im Auswärtigen Amt, also im Austauschprogramm, war damals dann an der Botschaft, der deutschen Botschaft in Japan, habe also auch da ein bisschen Erfahrung in den asiatischen Raum. Zusätzlich ist mein Sohn noch im diplomatischen Dienst, der war 4 Jahre an der Botschaft in Peking und ist momentan bei der UN, also von daher bin ich immer noch in dem auswärtigen Bereich auch ganz gut genutzt und habe ganz gute interne Informationen. Ja, ich wollte nochmal dieser Punkt, der vorhin auf den Eid kam, der zweite Teil des Eides, da habe ich auch gewisse Erinnerungen dran. Da ging es ja eben darum, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Das war für mich natürlich die handlungsleitend immer zu der Zeit. Ich habe dabei eben eine persönliche Erfahrung, das war 1990, damals war ich Hauptmann, war an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg auf dem Stabsoffizierlehrgang. Und das war die Zeit, als der erste Golfkrieg anfing. Also es war praktisch die Vorbereitung. Ich bin im November auf den Lehrgang gekommen. Im August war der Einmarsch in Kuwait und ab Anfang Februar gingen dann die Luftangriffe los. Und zu der Zeit war ich dort. Da ging eine Diskussion dann los um den Eid, weil es da auf einmal aufkam, dass die Bundeswehr Flugzeuge an die NATO-Ostflanke, Südostflanke verlegen sollte, in die Türkei. Genau. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern, es ging um die Alpha Jet damals. Und wo auf einmal eine Diskussion aufkam, wo dann auf einmal auch Fliegerkameraden gezeigt wurden im Fernsehen, die dann auf einmal Bedenken hatten, die auf einmal überlegt hatten, ob das war, für das sie eingetreten sind in die Bundeswehr. Ich habe ja vorher gesagt, für mich war immer Landes- und Bündnisverteidigung. Und die Türkei als NATO-Staat war damals eine Selbstverständlichkeit, dass man an der Südostflanke, genauso wie wir waren oft in Norwegen, auch die Nordflanke entsprechend mitverteidigt im Bündnis. Und dann ging die Diskussion auf einmal los später, weil danach kamen dann die ersten die Diskussion um Auslandseinsätze dann später. Und der erste Einsatz, einer wird sich vielleicht daran erinnern, der war in Kambodscha. Es ging um Sanitäter, deutsche Sanitäter in Kambodscha.
nach dem Pol Pot-Regime, war das praktisch ein UN-Mandat und das war schon eine große Diskussion, beteiligen wir uns. Die Diskussion ging ja auch schon beim ersten Golfkrieg los, beteiligen wir uns an dem ersten Golfkrieg. Und da hat Deutschland ja damals, gerade kurz nach der Wiedervereinigung, nicht daran teilgenommen, hat aber 17 Milliarden D-Mark gezahlt, im Grunde, um diesen Einsatz zu unterstützen, hat Waffen geliefert für die Amerikaner aus eigenen Beständen. Und ich habe schon damals gesagt, wenn wir ein Sanitätsbataillon damals nach Saudi-Arabien geschickt hätten, hätte uns das sicherlich einige Milliarden gespart, weil wir dann eben auch Teilnehmer gewesen wären. Wir hätten zwar keine Kampfeinsätze gefahren, aber wir wären eben trotzdem Teil der Coalition gewesen. Und da ging die Diskussion eben darum, später, ja, wie ist der Eid denn zu interpretieren? Sind Auslandseinsätze mit dem Eid in Verbindung zu bringen? Das Recht, die Freiheit des deutschen Volkes zu verteidigen. Und da fing dann die Diskussion an, diesen Eid umzuinterpretieren, um ihn eben gangbar zu machen. Dann haben natürlich entsprechende Verfassungsrechtler im Verteidigungsministerium, im Außenministerium das dann letztendlich so interpretiert, dass es darum geht, dass man diesen Eid nicht mehr das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, sondern dass darum geht, das Recht, und die Freiheit des deutschen Volkes dabei zu verteidigen. Das heißt, das Recht ist nicht nur das deutsche Recht, sondern auch Völkerrecht, internationales Recht. Und damit sind Auslandseinsätze auch über den Eid gedeckt. Weil wir hatten die Diskussion, aber ich kann mich lebhaft daran erinnern, dass da waren ältere Kameraden dabei, die sagten, ich bin 1962 in die Bundeswehr eingetreten, vor dem Hintergrund auch Kuba-Krise, Einsatz in der Tschechei. Und darauf habe ich mein Eid geschworen, ich will mein Land verteidigen. Und so ist es dann der Eid uminterpretiert worden und damit war man weiterhin gebunden, auch dann als Soldat in Auslandseinsätze zu gehen. Wir sehen ja, wo das hingeführt hat. Wir sind heute in vielen Regionen, gerade aktuell ziehen wir uns aus Afghanistan zurück. Ein Einsatz, der letztendlich ein NATO-Einsatz ist, der begründet sich auf den Artikel 5, die Beistandsklausel im NATO-Vertrag, der aber als Hintergrund hatte 9-11, den Anschlag auf das World Trade Center, einen terroristischen Anschlag, aber kein militärischer Angriff auf die Vereinigten Staaten. Und so war der Artikel 5 bisher immer zu verstehen gewesen. Ein Land wird von einem anderen Land angegriffen, die territoriale Integrität ist bedroht und deshalb ist der Bündnisfall. Und hier hat man einen Terroranschlag genommen, um einen Kriegseinsatz zu gehen. Und Deutschland hat dann damals unter Schröder ja dann die uneingeschränkte Solidarität bekundet und war damit dann in dem Einsatz, der dann 20 Jahre ging, uns mehr als 13 Milliarden Euro gekostet hat und 59 Bundeswehrsoldaten auch das Leben gekostet hat in Afghanistan. Ich war selbst einige Male jetzt auch mit dem Ausschuss in Afghanistan. Die Situation war schon vor 2 Jahren verheerend und war vor allen Beteiligten völlig klar, dass dieser Einsatz oder Krieg dort nicht zu gewinnen ist. Und damals waren die Taliban schon auf dem Vormarsch. Wir haben da sehr ungeschminkte Sicherheitsbriefings bekommen durch den amerikanischen Oberkommandeur. Und das war schon ernüchternd zu der Zeit. Es war eigentlich immer klar, dass dieser Einsatz irgendwann beendet werden wird. Aber jetzt, wie gesagt, letztendlich fluchtartig, dass wir das Land verlassen im Moment. Also die Entscheidung aufzugeben, wir haben Ende April noch das Mandat verlängert und 4 Wochen später heißt es, wir gehen zurück. Und ziehen jetzt die gesamte Bundeswehr zurück, bis wahrscheinlich Mitte August werden die abgezogen sein, ja, Vierteljahr. Es wird viel Gerät zurückgelassen werden, es ist wie gesagt mehr oder weniger eine Flucht. Vor kurzem brachte der Kollege Lukas nochmal so das Bild vom Abzug der Amerikaner aus dem Vietnamkrieg damals, wenn man sich noch erinnert, die letzten, die mit dem Hubschrauber auf der amerikanischen Botschaft sind und teilweise an die Kufen hingen. Das sind vielleicht Bilder, die wir vielleicht in der ähnlichen Form auch noch sehen werden hier in Afghanistan. Also das zu dem Punkt. Wie gesagt, ich will auch dem nicht vorgreifen, aber wie gesagt, in der NATO haben wir einen NATO-Parlamentarierversammlung, haben wir einen Schwerpunkt, das ist natürlich immer Russland. Russland wird von allen Staaten immer wieder als Aggressor dargestellt. Seit der Krim-Krise hat sich das also auch die Rhetorik innerhalb der NATO erheblich verschärft. Das sind eigentlich alle Staaten, es hat sich auch nichts geändert, sei es durch Trump oder den Wechsel jetzt auf den neuen amerikanischen Präsidenten, hat sich eigentlich sogar noch die Rhetorik gegenüber Russland weiter verschärft. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist eben die Situation mit China. Langsam wirkt auch China in die NATO rein. Also Stoltenberg hat jetzt auch vor kurzem erklärt, dass sich jetzt im Rahmen NATO 2030 auch die NATO sich stärker Richtung China orientiert, mit China als Bedrohung. Also auch etwas Neues, was hier jetzt zum Tragen kommt. Früher war das Bündnisgebiet klar definiert und die Rolle der NATO war klar definiert. Und der Bruch ist letztendlich durch den Afghanistan-Einsatz gekommen, dass man außerhalb des ursprünglichen Bündnisgebietes die NATO eingesetzt hat. Afghanistan ist ein NATO-Einsatz. Die NATO ist im Irak
im Einsatz. Es sind auch NATO-Truppen, die dort tätig sind. Also wir sehen, dass hier auch die Aufgaben der NATO auf eine neue Grundlage gestellt werden, erweitert werden. Und dann werden wir sicherlich nochmal kritisch drüber reden, über die Rolle Chinas. Also damit möchte ich dann mal so meinen Rundumschlag auch erstmal machen. Ja, erstmal vielen Dank, Gerold. Ja, du hast den Finger ganz tief in die Wunde gelegt. Und zwar ist das Schlüsselwort NATO war ja ein Verteidigungsbündnis gegen den Kommunismus. Und so ist die NATO-Verfassung auch gesetzt worden. Und das hat der Bundestag dieser Verfassung zugestimmt. Im Zuge des Mauerfalls ab 90 wurde eine neue Grundlage bei der NATO erstellt, wenn ich den Willy Wimmer richtig verstanden habe. Die haben sozusagen die Geschäftsordnung, die Verfassung geändert. Und eigentlich hätte da jedes Mitgliedstaat dem Parlament die neue Verfassung vorlegen müssen, weil es eine Gesetzesänderung ist, und sagen, machen wir da noch mit. Das haben die Globalisten in der NATO still und heimlich haben die Satzung ausgetauscht. Und jetzt sind wir auch de facto, ist die NATO ein Angriffsbündnis, um das globale Ziel der Angloamerikaner, nämlich Zentraleuropa oder Eurasien, zu beherrschen. Und dann sind wir auch bei dem eigentlichen Konflikt. Seit 150 Jahren wollen die Amerikaner das sogenannte Herzland, im Mittelpunkt steht der Ukraine, beherrschen, denn wer dieses Herzland beherrscht, beherrscht die ganze Welt. Und deswegen auch die Einkreisung von Russland, wobei man schlicht und ergreifend Weißrussland mitnimmt und die Ukraine. Das ist das eine. Man hat eben die verfassungsrechtlichen Grundlagen geändert und durch verfassungsrechtliche Tricks die Bundeswehr auch in Angriffskriege mit hineingezogen. Ich kann mich noch erinnern, es steht bei uns im Soldatengesetz drin, dass die Bundeswehr sich nicht, oder man darf sich nicht an einem Angriffskrieg beteiligen. Ja, aber man darf ihn nicht vorbereiten, aber vom Beteiligen stand nichts drin. Das heißt, man hat im Soldatengesetz diesen Passus rausgenommen. Zu meiner Zeit, oder du bist ja der gleichen Zeit eingetreten, haben wir, weil wir auf das Soldatengesetz vereidigt und zu sagen, da darf ich nicht mitmachen. Deswegen diese Fragen von den alten Kollegen. Heute ist die Bundeswehr leider eine Söldnerarmee geworden. Man hat ja natürlich auch die Wehrpflicht ausgesetzt. Wie gesagt, abgeschafft ist sie nicht, sondern ausgesetzt. Und damit kannst du die Leute überall hinschicken. So, das heißt, mal still und heimlich. Die wirklich demokratische Armee, die Parlamentsarmee, hat den demokratischen Boden entzogen, so wie man jetzt den Föderalismus ganz heimlich aufhebt. Die Hauptsache, wir haben ein bequemes Leben. Vielleicht, und da schwenke ich zu Ihnen drüber, Effenberger, das Thema, was ich aufgerissen habe mit der Herzland-Theorie, die es ja seit vor dem Ersten Weltkrieg gibt. 1904, ja. Ja, 1904, dass ich das mal kurz als Schlüsselszene bringe und zum George Friedman, der nachdem die Krim-Krise angebrochen ist oder ausgebrochen ist, hat er zugegeben, was das Ziel der Amerikaner, der Angloamerikaner langfristig schon die ganze Zeit ist. Ich fasse es mal kurz zusammen. Es war immer ein Ziel, die Deutschen und die Russen auseinanderzubringen, dass sie nicht miteinander wirtschaften können, dass sie nicht friedlich zusammen sind, einen Keil dazu zu treiben. Wenn Sie das mal erklären, bis hin ja. zu dem Limes, von dem ja. Herr Wimmer immer ja. spricht. Ja, schon. Ich glaube, man muss sogar noch weiter zurückgehen. Also nach den Napoleonischen Kriegen, wir wissen, Napoleon ist besiegt worden durch den Zaren Alexander, also durch Russland. Russland hat Napoleon geworfen. Und wenn wir sehen, was Napoleon hier verheert hat in Gesamteuropa und der Ausspruch von Napoleon, 1 Million tote Soldaten interessiert mich nicht, dann hat man mal eine Einstellung zum menschlichen Verhalten dieses großen Franzosen, sage ich jetzt mal, das, was ich also äußerst bedenklich finde. Und dann haben sich 1815 im Wiener Kongress, wurde das restauriert, gut, dass bestimmte Kräfte oder Kreise sehen das natürlich wieder als eine üble Restauration, aber getragen zunächst einmal von Metternich,
hier solche Revolutionen wie in Frankreich mit diesen Auswirkungen, weil der Krieg Napoleons war ja eine direkte Folge dieser Revolution, dass sich das nicht wiederholen kann. Und dann haben die sich hier zusammengetan und vor allem, was faszinierend ist, in diesem Bündnis der Heiligen Allianz wurde der Gegner Frankreich mit aufgenommen, weil Napoleon war ja weg, er war im Exil in Elba und jetzt hatte man wirklich gemeinsam hier ein Europa schaffen wollen, was tatsächlich dem Frieden dienen wollte. Also so interpretiere ich das mal positiv. Kann man da vielleicht auch anders sehen. Aber ich sehe es zunächst einmal so. So, und diese Heilige Allianz, da sind die Briten nicht beigetreten. Da sind, obwohl mit Wellington und dem Preußen Blücher und dem Zaren Alexander sie gemeinsam Napoleon niedergerungen haben. Nein, sie sind nicht dazu beigetreten. Und weil die Briten hier in Europa, oder eigentlich muss man sagen, es geht immer schon um Eurasien. Es geht um Eurasien von Anfang an. Seit viel länger, aber ich mache jetzt mal fest, seit 1815 ganz besonders. Und dazu gehört natürlich auch der Bereich der Krimkrieg, der ja 1856 endete. Und zwar wieder mit starkem Einfluss der Franzosen, der Engländer. Und dieser Krimkrieg hier, der hätte einiges meiner Ansicht nach zum Guten verändern können, weil Russland stand davor, auch wieder gesagt, ja, da Istanbul da so weit von den Türken zu befreien und auch den Balkan von den Türken zu befreien. Nein, das war von den Engländern so nicht gewollt, weil sie sagten, wir brauchen eine starke Türkei, die auch Russland in Schach hält. Also haben die sich auf Seiten der Türken geschlagen, die Briten. Und das Faszinierende ist eigentlich, dass alle Dokumente, die die Briten haben, also seit den Krimkriegen, diese Dokumente bis heute sind unter absolutem Verschluss. Die liegen im Henslow Park unter Aufsicht von MI5 und MI6. So, und da kommt auch kein Historiker ran. Und dann frage ich mich einfach, das sind 1,2 Millionen Dokumente, woher ich das weiß, das müsste eigentlich jeder wissen, weil im Oktober 2013 hat die britische Guardian zwei Titel auf der Titelseite das gebracht in zwei Artikeln und haben gesagt, so, da ist auch die englische Historikerin Macmillan ist da reingegangen und war erschüttert, weil sie muss jetzt auch alles umdenken, wie auch immer. Und diese gefeierte Historikerin, britische, ist ja eine Enkeltochter vom Premier. Der 1916, das war der George. Komm jetzt nicht drauf, auf der Zunge. Also auch insgesamt in das ganze System mit verwandelt. Also ich hätte jetzt erwartet, dass unsere Historiker und Historikerinnen, muss man ja auch sagen, dass sie aufschreien und sagen, da muss man doch jetzt einmal rein, man muss doch mal die Unterlagen sichten, wenn wir überhaupt einmal die Geschichte reflektieren wollen. Aber es findet nicht statt. Es findet nicht statt und das enttäuscht mich eigentlich ganz besonders. So, und 1904, also die Briten immer schon im Kampf mit Russland, es ging um Indien. Also die Ausbreitung der Briten im indischen Raum, auch hin bis in den pazifischen Raum hinein. Und das Ziel war es, Russland da rauszuhalten. Und so ist auch der Krieg zwischen den Japanern und den Russen 1905 zu verstehen. Nicht? Für die Briten eine ideale Sache. Sie brauchten keinen Krieg führen. Das haben dann die Japaner für sie gemacht und sehr erfolgreich. Und die Russen aus der Mandschurei vertrieben. Also, was hier da abgelaufen ist, hat ja auch Folgen für die spätere Entwicklung im Ersten Weltkrieg, aber das will ich jetzt nicht ausführen. Aber es geht alles so weit zurück und es hängt alles zusammen und letztendlich immer mit der englischen oder anglo-amerikanischen Geopolitik. So, also die Russen mussten vom indischen Raum ferngehalten werden und deswegen auch der Kampf Afghanistan, wie hier der Angriff gegen Russland generell und Jimmy Carter, der Baptistenprediger, hat ja am 3. Juli, muss ich nochmal öffnen, 1979, am 3. Juli 1970 hat der
eine Direktive unterschrieben, dass die CIA, dass die an die über 30.000 islamische Desperados anheuern soll. Islamische Desperados und Gotteskrieger. Und diese Gotteskrieger sollten in Afghanistan infiltriert werden, um dort die sozialistische Regierung anzugreifen. Nicht wahr? Da muss man sagen, die Verhältnisse in Afghanistan waren unter dieser sozialistischen Regierung relativ frei. Also die Mädchen konnten in die Schule gehen und so weiter. Also relativ säkular. Ja. Und deswegen diese nicht-afghanischen Gotteskrieger, die kamen ja von außen, nicht? Die haben gesagt, das darf ja nicht sein, was hier diese sozialistische Regierung gemacht hat. Das ist ja gegen Allah. Da müssen wir, die müssen wir vertreiben. Und die Gotteskrieger müssen wir verzeihen. Ja, und was passierte dann, und in unseren Geschichtsbüchern steht natürlich, dass dann Russland und die Sowjetunion am 25. Dezember 1979 in Afghanistan einmarschiert ist. Ja, aber vorher liefen die Angriffe von den Gotteskriegern, die von außerhalb kamen, durch die USA, um diese sozialistische Regierung zu destabilisieren, mit dem Ziel und der Hoffnung, dass die dann ihren großen Bruder um Hilfe bitten, was sie dann auch gemacht haben. Und der große Bruder ist dann ja auch gerne gekommen. So, und Brzezinski hat ja geschrieben in seinem Buch Die einzige Weltmacht, er hat dann dem Präsidenten auch gesagt, dem Jimmy Carter, als die Russen da einmarschiert sind am 25. Dezember, jetzt können wir den ihr Vietnam bereiten in Afghanistan. Also das war alles, wie gesagt, von langer Hand geplant, aber das finden wir nicht in den Geschichtsbüchern. Und der Brzezinski als Sicherheitsberater hat später in einem Interview bei der französischen Zeitung voller Stolz gesagt, dass in den Geschichtsbüchern das aber anders steht, dass sie es geschafft haben, dass also als Folge des russischen Einmarschs mit den Mujahedin darzustellen, später. Und sagt, das war aber nicht der Fall. Und also diese Information habe ich aus dem Buch von Zbigniew Brzezinski, dem Mann, der die Sicherheitsarchitektur gemacht hat. Und Brzezinski hat auch dann dazu die Sicherheitsarchitektur gemacht für das amerikanische CENTCOM. Die USA haben den Globus in 6 Regionalkommandos, Militärkommandos aufgeteilt, den gesamten Globus. Wobei die Architektur von der europäischen Front, die ging ja von Grönland runter bis nach zum Kapstadt und bis nach Vladivostok. Das war das europäische Kommando. So, und dann haben wir zugleich das pazifische Kommando, also mit Japan, unter Korea und so weiter. Und diese Kommandostrukturen sind nach dem Krieg erhalten geblieben. Und das bis heute. Und das Hauptquartier des EUCOM, des europäischen Kommandos, ist in Stuttgart. In Stuttgart-Fahnen. 2007, als die Amerikaner merkten, dass die Chinesen in Afrika Fuß fassen, haben sie gesagt, wir müssen dort besser reagieren können. Wir müssen jetzt dieses europäische Kommando aufteilen in ein europäisches und ein afrikanisches Kommando. 2007. So. Und kein afrikanischer Staat wollte das Hauptquartier. Ja, und alle Staaten, afrikanische Staaten, haben abgelehnt, dieses Hauptquartier in irgendeiner Stadt aufzunehmen. Und wissen Sie, wo es ist? Das amerikanische Hauptquartier für Afrika? Stuttgart. Stuttgart-Möhring. So. Und wenn wir jetzt sehen, was am Stuttgarter Bahnhof, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, diese gigantischen Erdarbeiten, die ich so als Ingenieur nicht nachvollziehen kann, ich kann mir aber vorstellen, dass das vielleicht zu tun hat mit diesen beiden Hauptquartieren der USA in Stuttgart. Ich weiß es nicht, aber es macht mir so, eigentlich nur so Sinn. Wie gesagt, also dieses, und dann kam 1983 dann nach der Entwicklung hier in Afghanistan, hat der Brzezinski dieses zentrale US-Kommando kreiert. Und dieses zentrale US-Kommando, das ist wirklich der schwerste Hammer, die haben ja die Insel Diego Garcia im Indischen Ozean, die Einwohner wurden vertrieben, die wurden einfach in alle Welt zerstreut. Die haben zwar vom Internationalen Gerichtshof, wurde denen zugebilligt, dass sie da wieder zurück dürfen, sobald die Interessen der USA
das möglich machen. Ja gut, das kann aber noch, weiß ich, wie viele Generationen dauern. Also, und da liegen auch die atombewaffnete U-Boote, Luftwaffe und dergleichen mehr. Also es ist der absolute Hammer für diese Region. Und dieses zentrale US-Kommando, fast 22 Staaten von Ägypten bis, ich glaube, Aserbaidschan, ich glaube sogar bis nach Kirgisien, wie auch immer. Also das liegt direkt darunter. Und wenn wir sehen, in dieser amerikanischen Zentralkommando, da brennt es überall. Da haben wir überall Kriege, sagt ihr, überall. Es brennt überall. So, dann zur NATO. Das muss man in diesem Zusammenhang, diese Entwicklung ist sowas von stringent. Also 83 dieses CENTCOM, dann haben wir 99, dann die US-Aktivitäten auf dem Balkan. Wenn wir sehen, nicht der Milosevic wurde da als Dämon aufgebaut. Und hier auch wieder zurückgehen, wieder die britische Geopolitik. 1917 haben sie, musste ja die serbische Regierung, die musste ja fliehen, und ist nach Korfu geflohen und hatte da ihr Hauptquartier neben dem britischen Hauptquartier, was ja auch sich als sehr praktisch erwies. Und dann haben die 1917 die Konvention von Korfu gemeinsam aus der Taufe gehoben. Und die Konvention von Korfu sah vor, dass nach dem Krieg ein südslawischer Staat entsteht. Ja, Jugoslawien. Nicht, das ist ja die Übersetzung Jugoslawien. So, und dann haben sie diesen südslawischen Staat, die haben also Österreich-Ungarn als Vielvölkerstaat dominierend hier in Mitteleuropa zerschlagen, nicht? Komplett zerschlagen, und haben dafür einen neuen Vielvölkerstaat aus der Taufe gehoben, dieses Jugoslawien. Und das war natürlich auch im Zweiten Weltkrieg auf der Seite der Briten, völlig klar. Und als jetzt 1998, nur vorher schon, die Serben unter Milosevic sagt, wir bleiben sozialistisch. Und wir haben ein Bündnis, was heißt Bündnis, enge Verbindungen zu China. Nicht? Die chinesische Botschaft in Belgrad, eine der größten. So. Das war natürlich in Brüssel, im NATO-Hauptquartier, äußerst ungern gesehen, dass hier solche enge Verbindungen da entstanden sind. Und 1999, ich erinnere mich noch genau, begann dann am 24. März der Krieg gegen Restjugoslawien, gegen Milosevic. Und 3 Tage zuvor hatte Bill Clinton noch das Seidenstraßenstrategiegesetz verkündet. Und da hat er gesagt, also in einem Korridor, hat er nicht gesagt, wie breit, aber je nach Auslegungssache, in einem Korridor entlang der alten Seidenstraße bis also nach China hinein, werden demnächst Staaten entstehen, die mit uns, und zwar mit uns zusammenarbeiten, mit denen wir gemeinsam unsere Interessen verwirklichen können, gemeinsam, wo auch ein freier Handel entstehen wird und so weiter. Klang alles sehr gut, nicht? Aber Absicht war natürlich einmal eine geopolitische Absicht, den Korridor nach China hinein, um die Hand auch auf China zu bekommen. Und dieses Seidenstraßenstrategiegesetz ist insofern untergegangen. Das hat dann Xi Jinping, hat das 2007, glaube ich, aufgegriffen. Und die sind erfolgreich. Die machen es jetzt von der anderen Seite, aber viel erfolgreicher und ohne Krieg. Und wenn wir dann sehen, also in diesem Korridor entlang dieser von den USA geplanten Seidenstraße, da liegt ja zum Beispiel auch das Schwarze Meer, da liegt die Krim drin, da liegen die ganzen Kriege, der Irak, der Iran, alles da drin. Und überall brennt es, überall brennt es. Also, was mich einfach schon gewisserweise an Bewunderung hervorruft, diese stringente Planung. Es gibt natürlich auch mal, ist mal nicht ganz so erfolgreich, da geht man einen anderen Weg, aber insgesamt die Zielrichtung, die sie haben, ist einfach klar. Und wir sehen, was jetzt abläuft, da im südchinesischen Meer, dass da britische Marine auftaucht, dass sogar ein deutsches Fregatte da unten aggressiv operieren soll, das suchen Sie mal vor, die Anweisung, aggressiv zu operieren. Also da muss man sagen, also wo sind wir gelandet? Das ist ja schlimmer als 1900, da war ein Boxeraufstand, nicht, wo man hier, und ich denke schon, dass China mit den Erfahrungen durch die Briten, da 1800 in der ersten Hälfte, 2 Opiumkriege, bloß weil die chinesische Wirtschaft nicht so gespurt hat,
wie das die Briten sich vorgestellt haben. Also zwei. Dann der Boxeraufstand, wo die Amerikaner auch schon stark beteiligt waren. Dann die Freiheitskriege in China. Dann, wie gesagt, die Bürgerkriege, wo die Amerikaner die Chiang Kai-shek unterstützt haben. Mit der Folge, dass wir jetzt Taiwan haben und so weiter. Es hört ja gar nicht auf. Das heißt also, Chinesen, die mit der Geschichte so weit vertraut sind, und 200 Jahre zurückblicken können und erkennen, was haben uns hier die Europäer bzw. die Amerikaner angetan. Also ist dieses Volk, denke ich, relativ leicht zu mobilisieren, weil die sagen, das darf sich nicht wiederholen. Also nur einmal dazu. Und wenn ich dann sehe, dass eine außereuropäische Macht wie die USA um Gesamteurasien Basen aufgebaut hat, wirklich Basen, bedrohliche für die dahinter sind, für die sind das mit Sicherheit bedrohliche Basen, da muss man sich wirklich fragen. Also so können wir auf der Welt hier keinen Frieden erreichen. Mit dieser Politik mit Sicherheit nicht. Das muss anders aussehen. Nicht? Da muss man auch mal, wie gesagt, die Interessen der anderen respektieren. Nicht? Die anderen. Und vor allem muss man dann auch den Balken im eigenen Auge mal erkennen, bevor ich überhaupt die Splitter der anderen zeige. Also und vor allem die NATO, dann nachdem Clinton da dieses Seidenstraßenstrategiegesetz führt der Krieg und dann noch ein paar Tage später, es sind ja mit großem Aufwand, da sind ja die ersten osteuropäischen Staaten, Polen, aufgenommen worden in die NATO. Und zugleich hat man eine neue NATO-Doktrin entwickelt, und zwar jetzt glaube ich die Nummer nicht, MC4, irgendwas 4, ist auch völlig unwichtig. Es ging darum, diese neue NATO-Doktrin jetzt abgekoppelt von einer Resolution des UN-Sicherheitsrates, dass das nicht mehr notwendig ist. Also da wurde noch, mit Beginn dieses Krieges gegen Jugoslawien von den USA neues Völkerrecht geschrieben. Das heißt, der UN-Sicherheitsrat ist für uns obsolet. Wir bestimmen selbst, wann und wie und wo wir eingreifen. So, und vorher auch schon die Bundeswehr, danke für den Hinweis mit Kambodscha. Das nächste war Somalia. Weit zurück in Somalia. Da durfte die Bundeswehr ja nicht mal einen scharfen Schuss abgeben, so ungefähr. Die wurden von den Italienern, wurden die beschützt in ihren Lagern, weil ich habe einen Freund, der war da der technische Offizier von diesem Kontingent, und der hatte, weil er Italienisch spricht, auch viel mit den Italienern zu tun gehabt. Sagt, die haben uns, egal, wenn wir irgendwo hinfahren wollen, die Wachpersonal kam von den Italienern. Also sie durften nichts machen. Und für mich war damals klar, was soll dieser Aufwand? Was soll die Bundeswehr mit diesem Auftrag da in Somalia? Und da war für mich der einzige Auftrag, der da ist, unsere Bevölkerung an Auslandseinsätze zu gewöhnen. Nicht? Einfach zu gewöhnen. Und da hat man dann unter dem Mantel Brunnenbohren. Gut, meine, die Pioniere, ja? Wir haben ja Brunnenbohrgerät, und zwar... Das wurde von Helmut Schmidt die Bundeswehr in die Pioniertruppe eingeführt. Und wie gesagt, mit Helmut Schmidt, den ich ja eigentlich wirklich verehre, aber ihm haben wir den Nachrüstungsbeschluss mit Pershing II zu verdanken. Und das ist eine Last auf seinen Schultern gewesen. Um die so ein bisschen zu minimieren, hat er überall verkündet, er hätte als Verteidigungsminister 1969 diesen atomaren Unfug von den Atomic Demolition Munition, also von diesen quasi Atombienen, wie das fälschlicherweise gesagt wurde, das hätte der abgeschafft. Aber ich kann sagen, meine Verwendung in den 70er Jahren später als atomarer Sperrzugführer wäre der Einsatz dieser Atomsprengkörper gewesen. Also es stimmt einfach nicht. Ich habe mir, ich sag's Ihnen, die Finger wund geschrieben, ich habe ihm geschrieben, ich habe ihn auch persönlich kennengelernt, da 69 oder 69 auf einer Wehrkundetagung, habe ich eine Einladung direkt von Herbert Wehner bekommen, per Zufall wohl von irgendeinem Papagei, der aus der Personalliste meinen Ding rausgegriffen hat, ich weiß es nicht, und da war ich da, und da hatte mir schon sehr gut gefallen, zwar in München im Bürgerbräukeller, den gab es damals noch, also, und deswegen war es sehr versöhnlich, ich habe ihm also auch sehr geschrieben und so weiter, aber ich sage, dass das einfach nicht stimmt, dass er das ab, dass hier abgeschafft worden ist, weil ich habe das machen müssen, ich musste es machen. Und dann habe ich ein Jahr lang keine Antwort bekommen. Und dann kam aber wieder eine große Aktion in den großen Zeitungen, Zeit und Spiegel und wie auch immer, dass er das alles abgeschafft hat.
Und dann habe ich gesagt, dann habe ich an 15 großen Zeitungen, habe ich meine Unterlagen, also ich habe Unterlagen noch von einem befreundeten Kommandeur, der auf der Schule Mittenwald war, von 86 die Unterlagen, die Kommandeursunterlagen über den Einsatz von Armeen. Also, ich habe da angerufen an der Schule in Mittenwald. Bis wie lange haben Sie diese Lehrgänge gemacht? Da sagt mir der diensthabende Offizier, darüber haben wir keine Unterlagen. Da habe ich gesagt, ich sage es Ihnen nicht. Nein, über sowas haben wir keine Unterlagen. Also das wissen wir nicht genau. Das hat schon früh aufgehört. Aber ich wusste ja, 86 war es noch da. Also gehe ich mal davon aus, dass es mindestens bis 89 war. Aber finde ich natürlich nicht. Aber diese Unterlagen, die ich hatte, habe ich an alle großen Zeitungen geschickt. Ich denke, aha, die können ja selber recherchieren und sagen, dass das nicht stimmt. Keiner hat es gemacht. Keine. Und dann habe ich einen Artikel gelesen von einem Herrn Peter Klein, der mir sehr gefallen hat. Und da habe ich mich bei dem über diesen Artikel bedankt und so weiter und habe geschrieben, ja, ich hätte da auch ein Problem, ja, das wird nicht veröffentlicht. Er sagte, das mache ich. Ich veröffentliche das. Das ist doch spannend. Und da habe ich gesagt, ja, habe ich ihm das alles geschickt und so weiter. Und dann sagte er, er ist der Chefredakteur einer Zeitung, Neue Rheinische Zeitung. Ich wusste nicht, was das für eine Zeitung ist, die Neue Rheinische Zeitung. Und da kam der Artikel da drin, gut gemacht. Und dann sehe ich da Karl Marx, denke, aha, du bist dahin geraten. Aber ich muss sagen, eine super Zusammenarbeit bis heute, wirklich bis heute, die sind so aufgeschlossen, stehen natürlich in der Auseinandersetzung, sage ich jetzt mal vorsichtig, mit den anderen linken Kräften. Die kriegen auch meine ganzen Artikel und ich habe so gemacht, ich gebe sie dahin und ich gebe sie dahin. Da drin ist der Effenberger, weder da orientiert noch da orientiert, sondern ich bin halt nur ich. So. Und bin aber ganz froh, dass die das gemacht haben. Und dann hat natürlich Helmut Schreiber sein Büro reagiert. Dann haben die gesagt, also wie kann denn das sein? Mein Brief wäre dann nie angekommen und sie würden jeden Brief archivieren und so weiter. Und dann haben sie gesagt, sie brauchten mir jetzt auch keine Antwort mehr zu schreiben. Begründung, weil jetzt ein Buch herauskommt, Politik, oder war gerade auf dem Markt, Politik der Vernunft oder der Verantwortung. Politik der Verantwortung. Helmut Schmidt und Detlef Bald. Detlef Bald, wissenschaftlicher Direktor an der Bundeswehr-Universität in München. Und der hat natürlich in einem Büchlein nachgewiesen, dass er tatsächlich 69 das alles aufgehoben hat. Und da muss ich sagen, also bitte, also stimmt ja nicht. Da war eine große Veranstaltung an der Münchner Universität. Der Jochen Vogel, der ehemalige Bürgermeister von München und der Minister, war der Laudator und da war der große und so weiter. Und der Wald hat das vorgetragen. Und der Vogel, ja, also ich habe das aber anders in Erinnerung. Und dann habe ich mich gemeldet, ich habe das als Hauptmann. Und dann hat der Detlef Bald mich wirklich vor allen Leuten vorgeführt, was für ein Fachidiot ich doch sei. Und dann habe ich gesagt, jetzt bist mal still. Also noch einmal, diese Entwicklung, es ist für mich insgesamt nicht so sehr erfreulich. Und deswegen mache ich es aber trotzdem weiter, solange ich die Kraft dazu habe. Und noch geht es recht gut, sage ich jetzt mal. Und ja. Jetzt habe ich aber viel geredet, jetzt gebe ich mal weiter. Ich bitte um Nachsicht. Okay, also man kann Ihnen ja am Stück zuhören. Ich glaube, wir könnten heute Abend auch noch Mucksmäuschen in dir sein und wenn die Ohren rauschen. Bevor ich dir das Wort gebe, wollte ich noch kurz rüberbringen. Man sieht, wie die großen Einflussstränge laufen in der ganz großen Politik. Man sieht, wie die Medien eigentlich nicht mitmachen. Wir wissen ja auch warum. Wir sehen, wie es jetzt mit den Medien läuft. Also egal, was man wohl an Fakten vorlegt, da gibt es genügend Einflussfaktoren, die diese Fakten entsprechend raushalten. Und wenn man sieht, was denn wirklich wichtig ist, es ist unglaublich. Dieser Vergleich mit Schmidt und das, was Sie gesagt haben, erinnert mich an Trump. Trump hat gesagt, hier die Truppen will er aus Syrien haben oder auch die Truppen in Deutschland reduzieren. Der war auch der Meinung, das wird so gemacht. Aber dazwischen gab es Leute, die das nicht wollten und die haben das einfach verhindert und unterlaufen. Und wenn es sein muss, schreibt man wohl ein Buch. Ja. Also das, was mir jetzt spontan so einfällt.
Und dann würde ich gerne überleiten. Gerold, du hast viel mitgeschrieben. Bitte schön. Ja, ich habe mir natürlich auch ein paar Punkte notiert. Das, wie gesagt, der Hintergrund bei mir natürlich auch einmal zur NATO. Da möchte ich natürlich auch ein bisschen was sagen. NATO-Russland, die Situation. Ich meine, das ist natürlich ganz klar die Richtung, in die es geht, dass Amerika und auch schon Großbritannien eben seit Jahrzehnten versuchen, die Annäherung hier zu verhindern und eine Achse zu verhindern, Deutschland zu Russland. Wir sehen das ja aktuell an den Entwicklungen, wie stark Nord Stream 2 hier in der Diskussion ist. Da hat sich auch in der neuen Regierung nichts geändert. In den USA, der Ton ist etwas anders geworden. Aber inhaltlich steht da immer noch massiver Druck im Raum. Deutschland hat sich ja mittlerweile bereit erklärt, so als Friedensangebot, Scholz hat das angeboten, 1 Milliarde Euro für den Aufbau einer Infrastruktur, auch hier im europäischen Raum, aber vor allem auch in Deutschland, für US-Fracking-Gas zum Beispiel. Das ist ein Angebot, was eigentlich auch gar nicht so in der Öffentlichkeit so bekannt ist. Aber das ist im Zusammenhang mit Nord Stream 2 zu sehen. Nur 1 Milliarde. Nur 1 Milliarde, also kann man schon ein paar hier haben oder zumindest aufgeschrieben. Spielt das auch keine Rolle mehr. Genau, bei dem Geld drucken wir der nächste Haushalt gerade mit am Rande. Der Entwurf fürs nächste Jahr ist auch wieder mit 100 Milliarden minus angesetzt worden. Wir haben jetzt praktisch den aktuellen Haushalt mit fast 40% Schulden. Der nächste wird sich bei circa ein Drittel oder 25% bewegen. Verschuldung, also wir sind hier voll in der Verschuldungsfalle, so als kleinen Nebensatz dabei. Also Geld wieder spielt keine Rolle, das kommt heute mittlerweile aus der Lohnpresse. Die EZB druckt Geld und kauft Anleihen. Und wir werden auch noch sehen, dass wir demnächst statt Staatsanleihen, die gekauft werden, werden wir es erleben. Da gebe ich einen Brief und Siegel, dass wir demnächst auch Anleihen von Unternehmen kaufen werden. Unternehmensanleihen wird die EZB kaufen, nämlich von den Großkonzernen, von denen, die dann heute mit Staatsgeld direkt gerettet werden über Kredite, werden wir erleben, dass wir in einiger Zeit auch Unternehmensanleihen kaufen werden über die EZB. Nur so als ein Randpunkt dabei. Ja, dann Russland, die Situation Russland. Man muss sich auch mal in die Situation Russlands vorstellen, auch geostrategisch. Ich war vor 2 Jahren in Augsburg bei einer Podiumsdiskussion, da ging es eben auch um die Situation Russland-NATO. Und da war interessanterweise eine Karte aufgehängt, und zwar nicht in der Form, wie wir sie immer kennen. Wenn wir eine Europakarte sehen, ist immer Deutschland im Mittelpunkt und dann ist irgendwo Russland so am Ende und dann der Ural. Da in der war auf einer großen Karte einmal abgebildet Russland in seiner gesamten Ausdehnung, aber in einer praktisch Ost-West-Ausdehnung. Da liegt nämlich Deutschland auf einmal irgendwie so da oben an der Ecke und es ist auch relativ klein gegenüber der Landmasse. Aber was interessant ist, war die Ausdehnung der NATO. Und wenn man dann eben sieht, dass eben wenn dann eben vom Norden über das Baltikum zu kommen, die auch letztendlich die Wehrmacht, wir sind ja gerade dabei, 80 Jahre Einmarsch in die Sowjetunion damals, genau die Einfallsrouten, die damals die Wehrmacht genommen hat. Und auch Napoleon ist über ähnliche Routen dort bis Moskau vorgestoßen. Das muss man sehen, das ist die russische Perspektive und die russische Sicherheitsperzeption darf man eben nicht außer Acht lassen. Und deshalb war es eben auch so kritisch, als man angefangen hat, mit der Ukraine Beitrittsverhandlungen mehr oder weniger zu führen zur NATO, auch zur EU. Man muss sehen, dass aus russischer Sicht auch die EU als staatliches Bündnis gesehen wird, als staatliche Bedrohung. Also es ist nicht nur die EU, wie wir uns aus unserer Perspektive oder wie sie uns zumindest mal propagandistisch aufmacht, das große Friedensprojekt der EU. Das wird aus anderen Ländern, speziell aus russischer Sicht, wird die EU weitaus kritischer gesehen, wird sie auch aggressiver wahrgenommen. Genauso die NATO, die Ausdehnung der NATO bis ins Baltikum nach 1989, damals als die russischen Truppen sich zurückgezogen haben, hieß es, ja, es darf, das ist auch Bestandteil der 2+4-Verhandlungen, dass eben keine NATO-Truppen auf ehemaligem DDR-Gebiet stationiert werden. Aber es war nicht die Rede davon, dass Polen oder die baltischen Staaten nicht der NATO beitreten dürfen. Und das hat man natürlich gemacht. Man hat natürlich da auch dann durchaus diese Bereitschaft, dieses Ersuchen der NATO beizutreten, dann durchaus gefördert in diesen Ländern. Bei Polen ist man doch offene Türen eingelaufen. Und auch bei den baltischen Staaten, eben aus ihrer historischen Erfahrung. Das sehe ich heute auch in den NATO-Tagungen. Es sind immer die aggressivsten Ton, die über Russland anschlagen, sind die baltischen Staaten, es ist Polen. Dann sind als Beobachter dabei eben die Ukraine und auch Georgien und andere Staaten. Und aus dieser Richtung kommen jedes Mal die Angriffe, noch schärferen Kurs gegenüber Russland zu fahren, die russische Bedrohung entsprechend zu bezeichnen.
das sind die Themen. Und das muss man eben sehen, dass Russland sich natürlich durch die Erweiterung der NATO Richtung Osten in seiner Sicherheitssituation bedroht fühlt. Ganz klar. Und dann die Ukraine, da gibt es ja noch ein Vorspiel vor der Ukraine. Wenn wir zurückschauen auf Georgien, da war damals ein Präsident Saakashvili, der besser Englisch sprach, weil er nämlich in den USA ausgebildet worden als Georgisch, eine Marionette der USA war. Und der damals natürlich auch durchaus mit amerikanischer Ermunterung einen Kurs gefahren hat gegenüber Russland, der letztendlich dann Russland dazu veranlasst hat, dort einzumarschieren. Und bestimmte Teile sind ja heute noch russisch besetzt, hier gerade am Schwarzmeer, so Sumy da, die Region da. Ist heute noch unter russischer Kontrolle. Das war eigentlich das erste klare Zeichen, dass Russland gesagt hatte, bis hierher und nicht weiter. Und das hat der Westen, speziell natürlich die USA, nicht akzeptiert oder nicht akzeptieren wollen und hat dann munter in der Ukraine weitergemacht. Und deshalb ist diese Situation in der Ukraine heute, wie sie ist. Das ist durchaus ganz stark getrieben von amerikanischen Interessen, die wir dort sehen. Eine andere Situation, die auch hier schon angesprochen wurde, andere Regionen, wie gesagt, die habe ich schon erwähnt, dass ich dort auch eigentlich gute Kontakte habe, auch speziell in Richtung Japan und Indien, ist die Situation China in der Region. Ich war selbst, bevor ich in den Bundestag gekommen bin, 2 Jahre regelmäßig in Japan. Da ging es um eine Entwicklung eines Kampfflugzeugs. Die Japaner möchten einen Abfangjäger produzieren, beziehungsweise hätten sie gerne gekauft von den Amerikanern. Die wollten damals die F-22 kaufen, die Amerikaner aber nicht für den Export freigegeben haben, die nur, weil es das modernste Kampfflugzeug ist, nur Amerikaner, der US Air Force zur Verfügung steht, weil das eben auch diese entsprechende Reichweite. Da geht es um Regionen, geostrategische Interessen von Japan. Es gibt diese Senkaku-Inseln, wie sie aus japanischer Sicht heißen. Es sind eine Inselgruppe nördlich von Taiwan, die Japan als sein Staatsgebiet betrachtet, die aber auch China, da haben sie den anderen Namen, ich komme jetzt gerade nicht drauf, die diese Inselgruppe auch bezeichnet. Und da geht es jetzt immer darum, auch um Durchfahrt, dann wird regelmäßig wird das genutzt, als weil es immer unter Bezeichnung läuft, es sind internationale Gewässer, also die Amerikaner fahren da regelmäßig da durch, dann kommen die Chinesen und fangen sie ab. Und Japan hat momentan keine Luft. Abwehrmöglichkeit bzw. Kontrolle in der Form, so möchte ich deshalb einen Kampfflugzeug haben, was eben von Japan sind es über 1000 Kilometer dorthin, dass diesen Luftraum eben auch entsprechend mit abdecken kann, mit eigenen Kräften. Und von daher habe ich damit auch viele, viele Gespräche geführt. Und man muss schon sagen, in der Region ist ein sehr großes Unbehagen über die Entwicklung in China. Das kann man jetzt auch nicht von der Hand weisen, dass China dort auch in der Lage ist. Wir haben jetzt zwar hier gesprochen, dass die Amerikaner dort entsprechende Militärpositionen ausgebaut haben, aber durchaus auch China baut in dieser Region. Ich war im vorletzten Jahr beim Asia Pacific Command der USA, das praktisch diesen Raum von der amerikanischen Westküste bis zum Indischen Ozean, bis Pakistan ist dort mit eingeschlossen, also diese Region und dann von Nordpol bis Südpol abdeckt. Und dort haben wir auch durch den Oberkommandierenden ein Lagebriefing bekommen. Und ich muss schon sagen, es ist doch schon beeindruckend, welche Kräfte entfalten China dort macht. Man spricht dort von First Line und Second Line of Islands. Und die erste Line of Islands ist eben von Japan über Taiwan runter bis zu den Philippinen. Und die zweite geht eben dann weiter östlich über Neuguinea bis und Guam und solche Inseln runter bis nach Australien. Und wie sich innerhalb dieser First Line sich da auch chinesische Positionen aufbauen. Es ist ja mittlerweile auch bekannt, dass dort Inseln aufgeschüttet werden, die dann als reine Start- und Landebahn dort nutzbar sind, die aber gleichzeitig auch ausdrücken, dass China da durchaus damit den Anspruch auf das südchinesische Meer für sich als nationale Hoheitsgewässer. Und interessant ist in dem Zusammenhang, dass China seine Karten verändert hat. Also wenn Sie früher eine Karte gesehen haben von China, war eigentlich immer China die Landmasse und Taiwan. Und heute müssen wir darauf achten, sind immer noch so einige Punkte im südchinesischen Meer, so 7, 8 Punkte, ich glaube 7 sind es, die dort runtergehen. Und auf jeder offiziellen chinesischen Karte mittlerweile ist das chinesische Staatsgebiet. Also das ist der Anspruch, den China dort erheben muss. Das sorgt für erhebliche Unruhe in der Region. Das muss man sagen, natürlich in Vietnam, auch in
bei den Philippinen, weil es gerade vor allem Gewässer sind, die Philippinen als nationale Gewässer sehen, also als ihr Hoheitsgebiet, und das auch von China beansprucht. Also China fährt dort ganz aggressiv, fährt dort ständig auch, wie die Russen da auf der Krim mit grünen Männchen, sind die dort mit blauen Männchen unterwegs und besetzen hier ständig Positionen und auch bauen ihre Landbasen dort aus in der Region. Und das sorgt eben dafür, dass das dazu geführt hat, in Japan zum Beispiel, ob man muss Japan sehen, hat ja praktisch eine reine Friedensarmee aufgebaut, die nur National Self-Defense Forces heißen, also nur für Selbstverteidigung aus ihrer Verfassung heraus agieren dürfen. Und die Japaner haben 1962 mit den Amerikanern einen Vertrag abgeschlossen, in dem den Amerikanern, den Japanern die territoriale Integrität sichern. Und sagen, wir übernehmen den äußeren Schutz des Landes und ihr übernehmt die Self-Defense. Das hat natürlich dazu Absurditäten geführt, dass in einem Land wie Japan, das ist total bergig ist, eine Panzerdivision gibt, ausgerüstet natürlich mit amerikanischen Panzern, die aber dann teilweise nur mit Tiefladern durchs Land gefahren werden können, um dann auf irgendwelchen kleinen freien Flächen mal ein bisschen fahren zu dürfen. Aber wie gesagt, da geht es um die äußere Sicherheit, ist garantiert durch die USA. Aber dadurch, dass sich die Japaner mittlerweile auch den Amerikanern nicht mehr so trauen, wie weit sie sich in einem Konflikt den Chinesen entgegenstellen würden. Diese gleiche Unsicherheit finden sie heute auch in Taiwan, ob die Amerikaner wirklich noch Taiwan die nationale Sicherheit garantieren. Gibt es in Japan durchaus Überlegungen, auch hochrangige Überlegungen, Japan nuklear aufzurüsten? Das muss man sich mal vorstellen. Ein Land, das selber nuklear angegriffen wurde durch die USA, gibt es heute Überlegungen, sich selbst wieder nuklear zu bewaffnen. Und so wie ich die Japaner einschätze, sind solche Überlegungen, die sind ja auch öffentlich gemacht worden, durchaus weit fortgeschritten. Und Japan ist ein Land, das auch technologisch dazu in der Lage ist, relativ kurzer Zeit sich auch diese Bewaffnungsfähigkeit anzueignen. Also wenn Japan das Vertrauen in die USA weiter erodiert, dann wird Japan sich meiner Ansicht nach irgendwann nuklear bewaffnen. Deshalb die Situation dort in der Region führt dazu, dass sich dort viele Länder stärker zusammenschließen, auch militärisch. Es gibt starke Bindungen mittlerweile zwischen Indien, zwischen Japan, Australien, Neuseeland, die dort regelmäßig auch beginnen, Militärübungen zu machen. Man versucht hier, es gab früher die sogenannte SEATO, das war noch zu Zeiten des Vietnamkriegs, Southeastern Alliance, also vergleichbar wie die NATO. So etwas vielleicht wieder aufleben zu lassen, dort wieder so eine Struktur zu bilden, die sich natürlich klar gegen China und die Expansion Chinas in der Region richtet. Also da muss ich dann schon sagen, dass China dort durchaus als Bedrohung gesehen wird. Und ich hatte schon erwähnt, dass auch seitens der NATO mittlerweile stärkere Überlegungen gehen, wie könnte die NATO auf chinesische Bedrohung, wie das heißt, reagieren. Es gibt zurzeit eine Kommission, die NATO Richtung 2030 weiterentwickeln wollen. Da gehe ich davon aus, dass China eine weiter stärkere Rolle auch in den Überlegungen der NATO spielen wird, natürlich getrieben immer von amerikanischen Interessen. Die NATO ist mittlerweile eine Hilfsorganisation der US-geopolitischen Interessen, das muss man so deutlich sagen. Das hat sich auch mehr und mehr entwickelt in den letzten Jahren und wird sich auch fortsetzen in der Form. Also das war mal so mein Punkt noch so auch aus eigener Erfahrung, wie ich auch die Situation gerade im asiatisch-pazifischen Raum einschätze. Ja. So, jetzt zwei Fragen. Also, was ich aus meinem Berufsleben mitbekomme, also jetzt die wirtschaftlichen Verflechtungen, muss ich sagen, alles, was Sie erzählt haben, passt. Ich weiß auch, Japaner und Chinesen hassen sich immer noch. Die Chinesen fangen japanische Produkte im Zoll an und die bleiben dann komischerweise irgendwie liegen. Aber wie passt denn jetzt eigentlich Korea dazu? Weil Nordkorea ist ja wirtschaftlich komplett am Ende. Wenn die so weitermachen, werden die verhungern. Südkorea ist ja sehr US-freundlich und die wollen keine Wiedervereinigung, weil die schauen auf uns und haben ja gesagt, das können wir uns nicht mehr leisten. Wie geht denn das jetzt da weiter? Weil Nordkorea gehört ja eigentlich zu China und der Diktator, das sind ja keine Koreaner, die stammen ja aus Sibirien, das sind ja Russen. Kann ich auch was dazu sagen? Ich war auch in Korea, ich war auch an der Grenze dort in Panmunjom und
waren praktisch eine Woche dort, wo wir auch Gespräche geführt haben mit der Regierung dort und mit Parlamentsvertretern. Die Situation in Korea ist so, dass natürlich Südkorea, wie Sie schon erwähnt haben, also die Bereitschaft einer Wiedervereinigung ist bei der jüngeren Bevölkerung sehr, sehr gering. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der Erfahrung hier aus Deutschland, die natürlich gesehen haben, was da für Belastungen auf die Nation zukommen würden, die auch nicht mehr die Bindung haben. Sie verstehen sich als Südkoreaner, die haben mittlerweile westliche Bedürfnisse nach Konsum und entsprechenden Bedürfnissen und sehen dann nicht mehr sich als eine Nation, so wie noch die ältere Generation. Nordkorea ist aus chinesischer Sicht im Grunde genommen ein Puffer. China hat kein Interesse an einer Wiedervereinigung von Korea, weil damit dann aus ihrer Sicht die amerikanischen Truppen an der südchinesischen Grenze stehen. Das ist der Punkt. Wie ist das praktisch ein Glasier, ein Vorfeld, was sie vor den Amerikanern schützt? Man muss sehen, die Amerikaner sind dort immer noch mit über 30.000 Soldaten vertreten, haben Nuklearwaffen vor Ort. Die südkoreanische Armee ist überwiegend mit amerikanischem Gerät ausgerüstet. Wobei auch dort festzustellen ist, dass Südkorea versucht, sich stärker vor den Amerikanern zu lösen, was zumindest im technologischen Bereich angeht. Also bei eigenen Entwicklungen sind dabei Kampfflugzeuge zu entwickeln, sind dabei auch im Bereich von Landfahrzeugen und Landkampffahrzeugen eigene Industrien aufzubauen. Also die Firma Hanwha zum Beispiel ist da führend in dem Bereich. Das sind durchaus auch schon Weltmarktfirmen, die da sich etabliert haben. Also Südkorea sehe ich keine große Bereitschaft und ich sehe es eigentlich nicht, dass sich Südkorea vereinigt. Und China wird das in weiterhin in Kauf nehmen, dass sie entsprechend die nordkoreanische Volkswirtschaft so mit unterstützen und entsprechend noch am Leben halten, weil es eben auch für sie ein Faustpfand ist und die nordkoreanischen Atomwaffen sind durchaus auch eine Rolle spielen, die letztendlich auch dem Regime dort das Überleben sichern. Das muss man natürlich auch sehen, das ist ja auch ein Zeichen für viele andere Länder, die Rolle Nordkoreas. Man darf das nicht unterschätzen. Nordkorea hat sich damit unangreifbar gemacht. Und deshalb ist auch das Bestreben so groß, zum Beispiel im Iran an diese Waffen zu kommen, weil sie dann wissen, damit werden sie unangreifbar, zumindest von den Amerikanern und meiner Ansicht nach auch von den Israelis dann nicht mehr anzugreifen. Und deshalb wird auch so ganz massiv versucht, Iran davon abzuhalten, an die Technologien zu kommen. Also das muss man sehen, das ist eine Lehre. Wer Atomwaffen hat, ist nicht mehr angreifbar. Wie macht denn das der chinesische Diktator, dass der immer die Technologie bekommt und auch die finanziellen Mittel? Weil wenn der 100 auf Euro ausgibt, ist das ja wie wenn unser Land 100.000 ausgibt, weil die sind ja bettelarm und bezahlen wahrscheinlich auch horrende Preise auf dem Weltmarkt. Und dann bekommt er Nordkorea jetzt, oder? Nordkorea. Ja, du hattest chinesisch gesagt. Ich meinte Nordkorea. So, ja. Der hätte die Chinesen gleich unterstützt. Also die sind natürlich technologisch unterstützt worden, auch sowohl von Russen als auch von den Chinesen. Das haben sie natürlich nicht ganz alleine entwickeln können. Das ist in der Region natürlich, wie gesagt, die fressen eher Gras. Und denen ist auch ihre Bevölkerung und das Wohlergehen ihrer Bevölkerung relativ egal. Dieses Regime ist eine Clique. Das ist eine Clique, die lebt im absoluten Wohlstand. Das muss man mal sehen. Also die da dort zu der kommunistischen Elite gehören. Ich habe mal vor kurzem eine Zahl gelesen. Ich glaube, Nordkorea ist mit eines der Länder, das am meisten französischen Cognac importiert. Ja, zum Beispiel. Das ist auch eine Zahl. Und die sind durchaus unterstützt und kriegen auch finanzielle Mittel von China in dem Bereich, teilweise auch Nahrungsmittellieferungen, um das System soweit am Leben zu halten. Und ansonsten ist es ein so repressives System, was mit einer totalen Kontrolle die Bevölkerung da unter Kontrolle hält und unterjocht. Das werden sie auch, glaube ich, ich sehe auch keine Kräfte, die das organisieren können, weil dieses System hat sich dort so etabliert und solange China stützt, wird Nordkorea dieses Regime an der Macht bleiben. Ich darf vielleicht noch ergänzen, auch der Iran arbeitet sehr eng mit Nordkorea zusammen. Genau. Die tauschen sich ja auch aus. Beide sind ja an den sogenannten illegalen Atomwaffenprogrammen dran, genau aus diesem Grunde, um von den Amerikanern nicht wirklich erpresst werden zu können. Weil wer Atomwaffen hat, mag vielleicht untergehen, aber er kann zumindest den Amerikanern einen empfindlichen Schlag beibringen. Und man darf vielleicht eins nicht vergessen, Peter Scholl-Latour
hat der Bundesregierung empfohlen, Atomwaffen anzuschaffen, um die Sicherheit für Deutschland letztendlich sicherzustellen. Weil wir im Zweifelfall entweder unter den Atomschirm von den Franzosen gehen müssen, oder die Engländer oder die Amerikaner. Und andere Strategen, wie der Gunnar Heinsohn sagt, Deutschland kann sich überlegen, wo es hingeht. Norddeutschland wird eher wie die Hanse vielleicht wegbrechen und unter den Atomschirm von England gehen, in Verbindung mit Dänemark und Norwegen und Finnland. Die werden sich so zusammentun. Bayern hätte als einzige die Möglichkeit, vielleicht noch was zu machen und zu retten. Und der Brei, der in der Mitte ist, von den Sozialisten und den Grünen kaputt regiert ist, der wird praktisch untergehen. Und die Franzosen werden zumachen und sagen, wir müssen schauen, dass wir die Grande Nation bleiben, soweit sie das mit ihrer Migrationsproblematik überhaupt noch hinkriegen. Denen würde ich aber zutrauen, dass sie das im Zweifelsfall nochmal hart lösen werden. Wir unter diesen Umständen werden es nicht können, weil wir sind ja zahnlos. Wir haben nicht mal mehr eine Bundeswehr, die im konventionellen Bereich ernst zu nehmen ist. Also das mal nur am Rande. Du noch eine Frage. Meine Frage muss ich eigentlich einleiten mit einer Bemerkung, so wie ich das alles höre und sehe und schon seit vielen, vielen Jahren verfolge, ist das ja im Prinzip eine Bankrotterklärung der Weltpolitik, ja, die es nicht schafft, dem anderen auch zuzugestehen, dass er nach seinen eigenen Vorstellungen leben kann und dass man sich mindestens schlicht darauf einigt, hallo, wir tun uns gegenseitig nichts Böses an, wir greifen uns nicht an. Jeder schaut zu, dass er in seinem Gebiet nach bestem Wissen und Wissen so friedlich wie irgend möglich miteinander lebt. Ja? Im Respekt jeweils vor dem anderen Menschen, mit Respekt vor anderen Völkern, vor anderen Sitten, vor anderen Ländern und so weiter. Ja, da spreche ich nicht nur von der Politik, sondern das geht ja auch hinein in Religionen. Ja, Mohammed und so weiter, sei da auch genannt. Offensichtlich ist es doch leider so, dass der Mensch nicht in der Lage ist, mit sich selber im Frieden zu leben. Ja, das ist offensichtlich nicht in der Lage. Da, wenn ich jetzt ständig darüber nachdenken muss, was muss ich jetzt noch an Waffen anschaffen, damit mich der und der und der nicht angreift, weil der sagt zwar schöne Worte, nur der liest mir irgendein Etikett vor, von wegen Rotwein, aber wenn ich dann Rotwein trinke, ist es Essig. Ja, das ist einfach so das Übliche, was man meistens aus der großen Politik hört. Immer ihre Worte und das, was wirklich getan wird, ist was ganz anderes, meistens das Gegenteil. Es ist eine Bankrotterklärung der Weltpolitik und damit letzten Endes, leider muss ich so sagen, der Menschheit. Ja, wie sehen Sie das? Also, das Gespräch mir aus der Seele. Erstmal ein ganz herzliches Dankeschön für Ihren Beitrag. Genau das sehe ich ja genauso. Und deswegen versuche ich ja auch, das alles aufzuzeigen. Es geht ums Verständnis und die Achtung der anderen. Und jetzt auch mal das, was eigentlich fehlt, dass Sie mir einmal Sie hinterfragen, wer will das eigentlich so? Weil diese ganze Propaganda, die wir hier erleben, die antirussische Propaganda oder wie auch immer, wer hat ein Interesse daran, uns in einen Konflikt zu stürzen? So, und das ist diese Urfrage und da schreibe ich jetzt auch dran. Was sind diese Kräfte? Und diese Kräfte, ich bin wirklich überzeugt, dass die einzelnen Nationen oder auch Völker überhaupt kein Interesse haben, in einen Krieg sich hineintreiben zu lassen. Auch nicht die amerikanische Nation. Nein, es sind ganz kleine elitäre Kreise, die da ihre Profite machen und natürlich ihre Macht behalten können. Und letztendlich ist es das uralte Spiel der Menschheit, seit sich die ersten Menschen über andere setzen konnten oder an die Spitze setzen konnten. Zunächst war es aus der Not, weil man gesagt hat, so, wir haben jetzt hier eine Katastrophe, du bist in der Lage, uns da zu führen, dann führ mal. Und dann hat er sich gesagt, das Führen ist schön, ich bleibe jetzt aber mal hier als Führer ungefähr. Also seit sich diese Elite, seit wir eine Oberschicht haben und eine kleine Oberschicht und eine große Unterschicht. Und seit wir dieses System haben, hat die Oberschicht nur ein einziges Interesse, dass sie Machterhalt und Vermögenserhalt und sonst nichts. Und da wird
alles, jedes Instrument benutzt, um das zu haben. Und das ist natürlich das Krieg. Der Krieg ist eines der wichtigsten Instrumente für diese Leute. Und nur für diese Leute und sonst niemand. Also ich bin jetzt gerade dabei, um da zu reflektieren, für die neuere Zeit eigentlich. Und ich mache das fest eigentlich mit der Aufklärung. Und die Aufklärung gesagt hat, also diese gottgewollte Ständeordnung muss weg. Nicht? Die muss weg. Und da ersetzen wir einfach Säkulares. Ja gut, und was wir dann bekommen haben letztendlich, sind dann die Oligarchen oder Plutokraten, wie sie wollen, wie auch immer. Und die Banker natürlich, das ist ja, gehört ja mit dazu. Das haben wir eigentlich mit der Aufklärung, hat sich das manifestiert, meiner Ansicht nach. Und ich kann es so ziemlich genau festmachen, wenn ich mir den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg ansehe und den Bürgerkrieg. Und jetzt schauen Sie sich einmal die Oligarchen an, die als Kriegsgewinner nach oben gespült wurden. Das sind Leute oder Dynastien, die heute richtig Einfluss haben. Nehmen wir einfach mal den Rockefeller oder der Morgan, wie sie, und die anderen, ob das jetzt der Harriman ist und Vanderbilt und wie auch immer. Die haben durch diese Kriege, die Gewinne, haben die sich wirklich an die Macht katapultiert. Zuerst Wirtschaftsmacht und dann mit der Fed letztendlich auch politische Macht. Das muss man einfach so sehen. Und wenn ich sehe, bei den Black Lives Matter zum Beispiel, die von 2013 gegründet, ja, und wer hat das finanziert? Ja? Die Rockefeller Foundation. Ja? Da steht die Rockefeller Foundation dahinter. Also, da stehen alte weiße Männer dahinter mit viel Geld. Da fragt man sich, weshalb auch jetzt dieser angepeilte Sozialismus, der die Welt beglücken soll, der das Paradies schaffen soll nach dem Herrn Klaus Schwab. Nein, es geht darum, dass diese kleine Weltelite einfach ihr vom Mögen erhalten will, ihre Macht erhalten will und dass sie Angst haben vor der Masse Menschen, die immer mehr werden und wie man die jetzt im Zaun halten kann. Und dazu brauchen wir keinen Mittelstand, weil die Gefahr für alle Oberschichten bisher in der ganzen Geschichte, Revolution hat es nie von unten gegeben, nie. Das war die direkt unterhalb der Oberschicht. Die haben natürlich die Unterschicht benutzt für ihr, völlig klar. Und auch die Religion, wie auch immer. Aber letztendlich geht es nur um diesen Machterhalt. Und den Leuten, ob das jetzt in den USA ist oder sonst irgendwo, sind ihre Nationen da. Das war so. Und ja, bis dann Stalin mitbekommen hat, was hier Churchill plant, das war dann am 22. Mai. Und da hat der Stalin ultimativ verlangt, die deutschen Truppen gefangen zu nehmen in Norddeutschland, die noch unter Waffen geblieben waren, und die deutsche Reichsregierung, die Nachfolgeregierung zu verhaften. Das ist am 23. dann geschehen. Und damit war diese Operation Anzinkribbel, das Undenkbare, war damit gestorben. Aber interessanterweise wurde dieser Lord Ismay, der das ausgedacht hat, der den Plan gemacht hat, der war der erste Generalsekretär der NATO. Und der hat ja auch gesagt, was für eine Funktion hat die NATO? Die Aufgabe, die allumfassende Aufgabe. In Deutschland unten und Russland draußen zu halten. Genau, die Amerikaner drinnen zu halten, die Russen draußen zu halten und Deutschland unten zu halten. Und das ist so eine ehrliche Antwort von dem Lord Ismay, muss man so akzeptieren. Und das hat Bestand bis heute, es geht um gar nichts anderes. So, und jetzt geht's weiter. Dieses Europa, dieser Europarat mit Europa, und Putin hat ja 2001 im Bundestag die Hand ausgestreckt. Der ist ja gekommen als Bittsteller, hat die Rede in Deutsch gehalten und hat gesagt, gemeinsam, wir sind Europäer, wir möchten gemeinsam mit euch. Und er wurde kalt abserviert, kalt abserviert. So, und wenn wir dann sehen, den Putsch in der Ukraine 2013-14 von den USA eingefädelt. Und zwar, da haben sie sich ja nicht mal, da schämen sie sich ja nicht mal, dass sie mit neofaschistischen Elementen wie die Svoboda-Partei oder das Azovsche Regiment, dass sie mit denen gemeinsame Sache machen. Und die haben jetzt hier zum 80. Jahrestag, da wurde bei uns in den Medien nur berichtet, auch Gedenkfeiern zum Kriegsbeginn und so weiter, aber natürlich kein Wort, wie die Gedenkfeier von diesen Ultrafaschisten ausgesehen hat jetzt zum 80. Jahrestag. Nee? Also, ich möchte es ja nicht demonstrieren müssen. Also, ganz heftig. Das wird alles unter den Tisch gekehrt. Aber hier wird der Kampf gegen rechts geführt, bis zum geht nicht mehr. Und hier wird mit solchen wirklich widerlichen Elementen zusammengearbeitet. Das soll einer verstehen. Also, es geht tatsächlich wirklich nur um den geplanten Krieg gegen Russland. Und das ist ein Ziel der USA,
meiner Ansicht nach, ich habe jetzt mit Churchill angefangen, Anzinkettel, 1. Juli 1945. Eisenhower hat den Befehl gehabt, nach einem Monat, nach Kapitulation von Japan, einen Monat, die Operation Totality vorzubereiten. Das war der atomare Angriff oder die atomare Vernichtung der 20 größten Industriestädte Russlands, der Sowjetunion. Das war im Oktober 1945. So, im Oktober 1945. So, und dann haben wir 1947 haben wir den Truman-Doktrin, die Eindämmung, nicht die Eindämmung Russlands und die Eindämmung Russlands und so weiter. Und da hat mit dieser, da wurden 4 Wochen später wurde die National Security verabschiedet. Und diese Gesetzesgrundlagen da sind bis heute gültig für die weltweiten Interventionen der USA. Also es geht auf 1947. Das geht stringent bis heute durch. So, das muss man einmal, diese Reihenfolge muss man sehen. Und wie gesagt, auch der Marshallplan, wieder davor, das ist eine Einheit, das ist ein Paket, das ist zeitlich, hängt das ganz eng zusammen. Und dieser Marshallplan war, und dieser Catlett Marshall, der war ja der Generalstabschef, muss man vorstellen, der hat keine übliche Offizierausbildung, der kommt aus der National Guard, hat auch nie ein großes Kommando geführt, ich glaube über Kompaniechef eigentlich nicht hinaus, und wurde dann, weil er Kriegspläne entworfen hat und dem Roosevelt aufgefallen war, und er hat den privat, der hat Kriegspläne entwickelt und den Roosevelt geschickt und er war davon angetan, dann ist er tatsächlich dann 1936 Chef des Kriegsplanungsamtes geworden. Und dann irgendwann Brigadegeneral, und der war gerade Brigadegeneral, hat ihn Roosevelt am 1. September 1939 vorbei an Dutzenden von 3-Sterne-Generälen mit West Point-Ausbildung, mit akademischem Studium, mit allem drum und dran, der hatte nichts, zum Generalstabschef gemacht. So, und das war ein Mann, das steht in seiner Biografie, die habe ich nachgelesen, dass er schon in der ersten Schulklasse seine Schulklasse kommandiert hat. Und zwar hat er den Holzstück in die Hand gegeben und hat mit denen Formalausbildung auf dem Schulhof gemacht. Das ist seine Qualifikation zum Generalstabschef. Ich vereinfache jetzt mal. Also ein rein politischer General, der, nicht, wo der Kongress schreibt, der müsste sich heute vor einem Kriegsgericht verantworten. Weil damals mit Pearl Harbor, die haben ja den Purple Code geknappt, und sein Abwehrchef, Ortszeit, morgens um 6 Uhr hat er versucht, den anzurufen. Er sagte, heute Mittag wird höchstwahrscheinlich der Angriff stattfinden. Heute Mittag, 12 Uhr, 13 Uhr. Er hat ihn nicht erreicht. Er hat dann nach einer Stunde erfolglosen Anrufens seinen Freund geholt, auch einen Oberst, sagt, ich brauche dich heute als Zeuge. Heute ist ein ganz wichtiger Tag, ich brauche dich als Zeuge. Und der hat ausgesagt. Der hat dann immer zugehört, wenn er versucht hat zu telefonieren. Und irgendwann hat er dann um 10 Uhr die Sekretärin erreicht von ihm. Und hat gesagt, der Herr General ist am Morgen ausritt. Am Morgen ausritt. Ist nicht zu erreichen. So. Obwohl die Krise war, hat sie sich ja schon so zugespitzt. So, sie wussten ja nichts. So, und dann war die Besprechung um 11 Uhr. Um 11 Uhr. Und da hatte dieser Abwehroberst gesagt, bitte General, es ist dringend, wir haben neueste Informationen, wir müssen die Tagespunkte müssen wir verändern, wir müssen Pearl Harbor müssen wir an erster Stelle setzen. Der Angriff steht unmittelbar bevor. Hat ihn nicht interessiert. Der hat seine Tagesordnungspunkte abgefeiert. Und dann hat er, glaube ich, als letzten Punkt dann, und dann hat er nochmal gesagt, bitte dringend warnen Sie Pearl Harbor, der Angriff steht unmittelbar bevor. Und jetzt hätte der Marshall 3 Möglichkeiten gehabt. Einmal die Geheimdienstleitung zu benutzen, das wären 15 Minuten gewesen an Pearl Harbor. Die allgemeine Militärleitung eine halbe Stunde. Oder die Post. Die Post hat, glaube ich, 1,5 oder 2 Stunden gebraucht. Für was hat er sich in dieser Situation entschieden? Für die Post. Und dann ist dieses Telegramm eingegangen, als Pearl Harbor schon in Schutt und Asche lag und da überall rauchte und der Admiral Kimmel dann das gelesen hat und gleich im Papierkorb geschmissen hat. Und der wurde dann degradiert, weil der schuld war an Pearl Harbor. Also, und das, was ich jetzt sage, dass also diese Aussage, die Söhne und Enkelsöhne von diesem Admiral Kimmel, die haben nicht aufgegeben, die haben einen Untersuchungsausschuss nach dem anderen. Und ich glaube 2004, 2005 war einer, glaube ich, der letzte. Da wurde der Admiral Kimmel in seinen alten Dienstgrad zurückversetzt, nicht?
wieder volle militärischen Ehren. Und dann sagt dieser US-Ausschuss, sagt, der Generalstabschef Marshall müsste sich nach den Kenntnissen, die wir heute haben, vor einem Kriegsgericht verantworten. So, das ist, aber da liest man nichts. Kaum. Also, ich wollte nur sagen, ja, und dann ist mein Wunsch, den ich hier hätte, also erstmal dieses Europa, wie es hier steht, das nicht, dieses Vereinte Europa, und dass dann wir als Nukleus Eurasien, dass wir da ein Friedensprojekt oder eine multipolare Friedensordnung für Eurasien erarbeiten, gemeinsam, also mit Europa, einschließlich Russland, China, Indien und Japan meinetwegen und was Indonesien da noch dazu gehört. Und da könnten wir der Welt zeigen, wir machen jetzt ein Bündnis, ein Gesellschaftsvertrag untereinander, und zwar geboren aus dem Frieden mit dem Willen zum Frieden. Und was wir haben, der Völkerbund 1919, war ein Völkerbund von den Siegern gegen die Verlierer mit dem Geist des Krieges. Die UN 1945 in San Francisco mit dem Geist des Krieges, mit dem Willen des Krieges und mit der Handschrift der Sieger bis heute. Und damit kriegen wir keinen Frieden in diese Welt. Also, gutes Schlusswort. Gut. Du wolltest noch was sagen, Peter? Oder? Ja, weil es ist hier, ich denke, dass das hier vielleicht auch Interesse steht. Nur noch mal zum Europäischen Rat wollte ich noch mal kurz etwas sagen. Im Europäischen Rat haben wir ja eine Regelung, dass ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung muss vertreten werden. Dann haben diese Räte, können die nicht majorisiert werden, dann haben die ein Vetorecht. Ja, also ich glaube, es sind 33% der EU-Bevölkerung müssen die Regierungschefs vertreten, dann haben sie ein Vetorecht im Europäischen Rat. Und das ist genauso konstruiert worden, damit die Mittelmeeranrainer, nicht die Nordeuropäer, die ordentlich wirtschaften, majorisieren können. Und dieses Vetorecht haben wir jetzt verloren durch den Austritt von England. Das war ein ganz wichtiger Konstruktionsbestandteil der EU, dass der Europäische Rat, also wenn die Ministerpräsidenten da zusammenkommen, dass die Südländer nicht die Nordländer majorisieren können. Und das ist jetzt weg. Also jetzt können die bestimmen, was sie mit den 750 Milliarden, das liegt, die können jetzt alles im Europäischen Rat, auch gegen Deutschland und Holland und Österreich beschließen, weil wir diese 33% Bevölkerung nicht mehr vertreten in den ordentlichen Ländern. Ja. Und das wird hier auch einfach der deutschen Bevölkerung nicht bekannt gegeben, dass wir jetzt praktisch, ja, wir sind ja schon im Zentralbankrat, sind wir ja schon unterrepräsentiert. In manchen Sitzungen haben wir gar kein Stimmrecht. Das wird ja auch nicht bekannt gegeben, nicht, dass da in Malta genauso viel stimmen kann wie der Herr Weidmann, wie die Bundesbank. Also das ist ja sowieso ein Wahnsinn. Und jetzt sind wir im Europäischen Rat auch absolviert. Da kann nicht schaden, wenn das alle wissen, dass wir auch da uns in eine Position begeben haben, dass wir möglichst nichts mehr zu sagen haben. Also hier, ich opfer mich, ihr könnt über mich bestimmen, ihr könnt bestimmen, wie viel Geld wir zahlen müssen. Und ja, so läuft die deutsche Politik. Ja, vielen Dank. Gerold, ja. Willst du noch ein abschließendes Statement noch bringen? Abschließendes Statement, ja. Zum einen muss ich natürlich sagen, weil es gerade hier der Europarat angesprochen wurde, dieses Prinzip der doppelten Mehrheit, die man da braucht. Der Europarat ist was anderes. Ja, Europäischer Rat, genau. Und darum geht es ja, dass hier man feststellen muss, dass die deutsche Seite eigentlich der Treiber ist, dass dieses Einstimmigkeitsprinzip aufruft. Die Debatten, die da laufen, die sind ganz massiv eigentlich von allen Parteien vorangetrieben, dieses Einstimmigkeitsprinzip, was es bisher gab, oder dieses Mehrheitsprinzip aufzugeben, dass man eben majorisieren kann. Da sind deutsche Politiker die Treiber, die das aufheben wollen, unterminieren wollen. Das sehen wir schon. Das hier ist keinerlei Wille da, deutsche Interessen in den Vordergrund zu stellen. Ja, keiner will erstmal deutsche Interessen definieren und zum anderen, geschweige denn, die irgendwo in einer Form durchzusetzen. Jedes Mal, wenn jemand im Bundestag das anspricht und sagt, wir müssen interessengeleitete Politik machen, geht mehr oder weniger die Buhrufe von der anderen Seite los und die kommen die Zwischenrufe. Und man einfach spürt man dann, dass es so ist, dass die es nicht wollen. Sie wollen die Souveränität nicht, sie wollen keine eigene Entscheidung, sie wollen keine nationalen Interessen vertreten. Das ist mit Händen zu spüren. Ja, ich
auch vielleicht ein schönes Schlusswort. Also ich habe mich sehr gefreut, hier heute dabei zu sein. Auch ein Thema, was uns viel mehr betrifft, ist Außen- und Sicherheitspolitik. Das nimmt im Grunde genommen eigentlich viel zu wenig Raum ein, meine ich, bei uns in der öffentlichen Diskussion. Es wird immer sehr stark über Währungspolitik gesprochen, über EU-Politik. Aber Außen- und Sicherheitspolitik ist das bestimmende Element, auch für das staatliche Überleben, für die staatliche Sicherheit. Die staatliche Sicherheit ruht auf zwei Säulen im Grunde. Auf der einen Seite ist die Ernährungssäule, die Landwirtschaft wird immer viel zu wenig berücksichtigt dabei. Das ist eben auch, wenn sie die Bevölkerung nicht ernähren können, bricht auch die staatliche Ordnung zusammen, die andere ist eben die äußere Sicherheit zu garantieren, die territoriale Unversehrtheit des Staates. Und das sind zwei Bereiche, die sind elementar wichtig für den Staat. Die finden in Deutschland viel zu wenig Raum. Das ist etwas völlig anderes in den angelsächsischen Bereich, auch in Frankreich, wo es nationale Thinktanks gibt, die genau diese Politik definieren, wo auch ein breiter gesellschaftlicher Konsens herrscht in diesen Gesellschaften über die Rolle, die die USA spielen wollen, die Frankreich in der Weltpolitik spielen wollen. Wir haben das nicht in Deutschland. Ich sehe auch leider keinen Ansatz, dass es hier gesellschaftliche Kräfte gibt, die das vorantreiben. Von daher bedanke ich mich heute für die Aufmerksamkeit und danke dir auch für die Einladung. Und komme gerne wieder zu so einem Thema und bin gerne wieder dabei. Wir sind die gesellschaftliche Kraft. Vielen Dank. Ja. Dann von mir auch ein herzliches Dankeschön. Ja. Ja, auch noch vielen Dank, Herr Effenberger. Ich glaube, aufgrund der Stille, der Aufmerksamkeitsspanne von 2 Stunden am Stück stellt man fest, wie gerne man Ihnen zugehört hat, wie wichtig dieses Thema war. Das habe ich noch selten. Wir haben jetzt viele Veranstaltungen hier gehabt, aber dass es 2 Stunden am Stück mucksmäuschenstill war hier, zeigt, welche Qualität die Veranstaltung hatte. Und ich bedanke mich nochmal recht herzlich. Ja, vielleicht kurz, ihr habt gesehen, das sind die ein oder anderen Bücher hier, geschrieben insbesondere von Herrn von Effenberger. Den Marktpreis weiß ich nicht. Wenn einer ein Buch haben will, erwerben will, ich sage für das große 20 Euro, für die kleinen 10 Euro, einfach dem Michael Kilian, der hier sitzt, in die Hand drücken, ohne Quittung. Wenn es interessiert, das bekommt dann der Autor. Nee, wollen Sie nicht, wie immer, verschenken will ich es nicht, weil was keinen Preis hat und kein Geld hat, ist nicht schwer. Das spende ich gerne, dann ist es in Ordnung. Ja, das ist gut, dann machen wir das so. Das war das eine. Es lohnt sich, das Dicke ist ein dickes Brett zum Bohren, aber querlesen auf alle Fälle. Und das kleine Büchlein ist ein Extrakt aus dem Großen, das kann man sich wirklich gut und gerne mal aufs Nachtkästchen legen und mal querlesen, wenn man sieht, wie der Erste Weltkrieg aufgebaut wurde, wie nicht orchestriert wurde, dass es passiert ist, versteht die Probleme, die wir jetzt haben oder erkennt anhand der Mechanismen, die damals so erfolgreich waren, was heute auch entsprechend stattfindet. Läuft genau zielgerichtet weiter. Ja, es geht weiter. Das ist seit 100 Jahren ist das der Plan. Das ist über 100 Jahre. Wir können nur eins tun, hier zusammenhalten, damit wir uns verstehen und austauschen. Nur wenn man miteinander spricht und den anderen versucht zu verstehen, hat man Frieden. Wenigstens in dieser kleinen Runde. Das war für mich immer ein Beweggrund, diese Runde zusammenzuhalten. Es ist nicht immer Vergnügung.